Ich darf heute durch den Abend führen. Was erwartet Sie heute? Heute beschäftigen wir uns, wie der Alfons schon erwähnt hat, mit dem Thema künstliche Intelligenz. Es gibt in der Digital Society immer Arbeitsgruppen und eine Arbeitsgruppe ist zum Thema Technologie und Entwicklung, wo sie technologieaffine Leute, die das interessieren, bei uns mit uns zusammensetzen können und wir dann an unterschiedlichen Lösungen an solchen Veranstaltungen wie heute zum Beispiel arbeiten und diese Technologien natürlich auch immer wieder in unterschiedliche Gebiete wie zum Beispiel Beruf, Unternehmen, Politik hineinspielen und diese Technologien bei uns mehr oder weniger so die Basis oder das Grundgerüst sind oder die Prozesse, die dann in diese ganzen gesellschaftlichen Veränderungen, die auf uns zukommen, hineinspielen. Also wer Interesse hätte an künstlicher Intelligenz, irgendwas in eine Richtung zu bewegen, ist herzlich willkommen bei uns in der Arbeitsgruppe. So, warum schätze ich das jetzt nicht? Irgendwas hängt. So, ja genau. Und die künstliche Intelligenz, das ist so ein Buzzword, jeder liest, es ist, sind so Cloud-Wolken wie intelligent, Automatisierung, Zukunft, dann überhaupt generell künstliche Intelligenz, Machine Learning, Roboter. Also da hängen so viele Begriffe dran an dieser künstlichen Intelligenz und sehr viele Leute verwenden diese Begriffe auch sehr falsch und nicht richtig und glauben auch immer, dass sie auskennen. Und ich bin heute sehr froh, dass wir halt einen sehr Experten zum Thema künstliche Intelligenz da haben, in Clemens Wasner. Der wird uns wahrscheinlich zu diesen Themen alle aufklären und wir werden dann nachher um einiges schlauer aus diesem Raum rausgehen, als wie wir vielleicht vorher waren. Weil ich habe mir ein bisschen angeschaut, die letzten Schlagwörter oder was so in der Presse steht über künstliche Intelligenz. Es ist auf der anderen Seite ist ein wahnsinniger Hype, wo das ist das Allerveränderndste und ohne künstliche Intelligenz werden wir in Zukunft gar nicht mehr leben können. Und dann gibt es natürlich die ganzen Schlagwörter, die ziemlich negativ sind. Künstliche Intelligenz ist Menschen nicht geheuer, künstliche Intelligenz Fluch oder Segen, künstliche Intelligenz, wenige wissen, wie manipulierbar sie sind. Und ich meine immer, je weniger wir über eine Technologie wissen, umso gefährlicher ist sie. Wenn wir uns aber jetzt ein Wissen aneignen und wissen, was diese künstliche Intelligenz wirklich ist und was sie kann und nicht kann, dann werden wir alle miteinander gescheiter, so richtig, wie man das sagt, und können dann auch mit dem Ganzen und können das Ganze dann auch besser beurteilen und uns eine eigene Meinung bilden. Und aus dem Grund möchte ich jetzt ein bisschen eine kleine Abstimmung machen. Es gibt die Abstimmung vorher und es gibt die Abstimmung nachher. Also wer steht der künstlichen Intelligenz positiv gegenüber da im Raum, der möge jetzt die Hand heben. Ja, das sind doch einige. Also wer ist neutral, also dass er sagt, okay, das ist mal. Und wer sagt, okay, das ist ganz negativ, mit dem möchte ich gar nichts zu tun haben. Also, okay. Ich hab glaubt, das sind ein paar negativ, aber okay, die gehen dann zu einer Veranstaltung auch gar nicht. Ja. So, was erwartet Sie heute am heutigen Tag? Drei Vorträge, also ich darf nicht nur moderieren, sondern ich darf auch, ich arbeite in einem KI-Unternehmen, ich darf dazu auch eine Präsentation Ihnen zeigen, was wir da machen. Die erste Präsentation ist vom Clemens Wasner, die zweite vom Sindre Wimberger und ich mache dann den Schluss mit meiner letzten Präsentation und es wird nach jeder Präsentation ein kurzes Fragefenster geben für zwei, drei Fragen. Bitte wirklich kurz halten, weil es gibt
es gibt dann noch ja nur längere, längere Diskussionen, dann können wir das Ganze in den Rahmen auch mehr hinein, nicht, dass wir den Rahmen sprengen, weil ich glaube, es gibt heute kann sehr viele, viele Fragen geben. Also das ist der Clemens Wasner, der uns jetzt einen Vortrag hält. Und wenn man in Clemens recherchiert, dann findet man, Clemens Wasner ist einer der führenden Köpfe im Dachraum, wenn es um angewandte künstliche Intelligenz geht. Also da haben wir wirklich halt den Experten da. Er ist wirklich ein KI-Experte. Er ist Gründer von AnalytAI, das ist ein Unternehmen, das für andere Unternehmen künstliche Intelligenz aufsetzt. Und er ist auch der Gründer von AI Austria, das ist ein unabhängiger Think Tank. Und sie möchten einfach AI in Österreich pushen und dass Österreich da ein bisschen mehr aus dem Dornröschenschlaf herauskommt. Und jetzt, Clemens. Stunde der Wahrheit. Ja, ob das jetzt funktioniert. Na genau, einfach Chrome. Und nein, ich habe es einmal aufgemacht. Das bist du. Sehr gut, recht. So, und liest du das jetzt? Präsentieren einfach drucken. Passt. Okay. Das ist deine Bühne. Sehr gut. Jetzt müssen wir auf den Do Not Disturb. Passt. Ja, schönen guten Abend. Ich werde Sie jetzt die nächsten 30 Minuten, wenn ich nicht zu krass überziehe, kurz abholen, was ist künstliche Intelligenz, wofür steht es. Ich habe im Vorfeld die textlastige Seite, wie es der Kollege gerade erwähnt hat, durchgelesen, deswegen habe ich jetzt den Vortrag noch einmal ziemlich krass abgeändert gegenüber den Programmpunkten, die drinnen gestanden sind, aber ich glaube, es passt besser zum heutigen Setting. Also es wird kein Wikipedia-Vortrag. Ein paar Worte zu mir selbst, also abgesehen von dem, was im Internet steht. Mein Background ist einerseits technischer Natur, war also Klassiker HTL, dann TU Wien. Andererseits habe ich Japanologie studiert, also quasi Geisteswissenschaften. Und ich sage immer dazu, mir hat es dann auf die dunkle Seite der Macht verschlagen. Ich war nämlich 12 Jahre in Unternehmensberatung tätig. Das hat folgenden Grund gehabt, weil das die einzige Chance war, als Österreicher mit Mitte 20 nach Asien zu kommen. Die war dann 7 Jahre in Tokio unterwegs und 3 Jahre in Peking. Und der Grund, warum ich das Ganze erzähle, ist nicht, um Sie zu langweilen, sondern ich bin 2016 zurückgekommen nach Österreich und so das Ende meiner Asienzeit hat sich eigentlich genau überlappt mit dem Start vom jetzigen AI-Boom. Hype ist ja ein schlechtes Wort. Und was da zu beobachten war, und das greift jetzt irgendwie auch ein bisschen an den allerersten Vortrag von heute auf, beziehungsweise in die Einleitung, es war interessant zu sehen, wie extrem asiatische Ökonomien und Firmen auf das Thema eingestiegen sind, wenn man es jetzt im österreichischen Vergleich sieht. Also Beispiel autonom fahrendes Auto. Das ist in Europa und auch in Amerika eigentlich fast belächelt worden, so auf die Art, cool, jetzt kann ich Selfies schießen und fahre auf einen Berg rauf oder whatever. Während das in Japan sofort das Wirtschaftsthema aufgenommen worden ist. Also die Asahi Shimbun, das ist quasi die New York Times Japans, das war aufgezogen wie eine Traueranzeige. Die haben gesagt, das ist das selbstfahrende Auto von Google. Vor ein paar Jahren ist unsere Elektronikindustrie gestorben. Vor ein paar anderen Jahren die einheimische Mobiltelefonindustrie. Ist die Autoindustrie als nächstes dran. Und die Japaner haben selbst gesagt, das hat sie gleich stark getroffen wie ein Ölschock. Hat einen kompletten Umkehrschwung ausgelöst, was jetzt die Industrie- und Standortpolitik betrifft und auch was Firmenstrategien betrifft. Das war also 2014-15 und China natürlich 2016, wie üblich, alles Faktor 50 noch einmal höher. China hat sogar, das ist auch eigentlich einer der Gründe für den jetzigen Handelsstreit mit Amerika, diese Strategie Make in China 2025 und 2030 zielt darauf ab, dass man genau in Kerntechnologien wie der künstlichen Intelligenz Führerschaft global erreichen will. Und die haben das auch anhand von ein paar griffigen Ziele ausformuliert in den 5-Jahrespläne. Zum Beispiel steht drinnen, dass China die letzte Nation sein will, in die die Produktion von hochwertigen Industriegütern verlagert worden ist. Also wenn Sie jetzt so also in den ATX schauen, das sind genau diese Art von Firmen. Und sprich, während man bei uns sehr gerne auf Silicon Valley schaut und was weiß ich, das nächste Google soll aus Europa kommen und so weiter, passiert eigentlich in China, Stichwort Industrie 4.0, genau das, aber mit unglaublich großen Ressourcen. Und da ist es eben notwendig, mehr Aufmerksamkeit zu erzielen. Und ja, was ist naheliegend, wenn man so Situationen vorfindet? Einerseits, man macht Geld damit, das ist Nlight AI. Andererseits,
ankurbeln, wie es auch die Digital Society macht, also AI Austria ist so entstanden. Zu Claim ist auch Make Austrian AI Great Again, dazu später mehr. So, das war jetzt eine sehr lange Einleitung, mal Luft holen. Die Frage, die wahrscheinlich schon aufkommt, ist, warum reden wir heute überhaupt über künstliche Intelligenz, beziehungsweise warum wird das Thema dermaßen intergalaktisch diskutiert? Und naja, warum sage ich intergalaktisch? Dass jetzt Tech-CEOs sich dazu äußern, wird sie nicht wundern. Also das war jetzt, wie Smartphones gekommen sind, war das auch. Vielleicht nicht in der Ausprägung, aber die Herren leben halt davon, dass sie das Technologie voranschreitet. Was auffällt ist, dass sogar Politiker darauf einsteigen, wie Macron und auch lupenreine Demokraten wie Putin. Und wenn man sich die Statements im Detail anschaut, das wird sehr wohl als... Es wird oft mit dem Manhattan-Projekt verglichen oder mit dem Space Race. Also was steckt dahinter, dass jetzt ein Politiker dermaßen auf das Thema abfahren? Warum steht da nicht der AR, VR, Blockchain, whatever? Es sind natürlich, wie so oft, wenn so eine Welle kommt, unzählige Studien dazu erschienen. Und wenn man so haben will, kann man die ganzen Heilsversprechen hinter künstlicher Intelligenz eindampfen auf drei Faktoren. Das wäre einerseits, dass künstliche Intelligenz zu mehr Wirtschaftswachstum führen wird, je nach Metrik in White-Collar, Blue-Collar, Prozentpunkte, später dazu mehr. Dann es durch KI neue Geschäftsmodelle ermöglicht werden. Das ist der Punkt, wo vor allem in Europa immer dann große Fragezeichen über die Köpfe sind. Aber Beispiel Betreibermodell Flugzeugturbinen merke ich dann gerne an. Flugzeugturbine ist im Prinzip auch bereits ein datengetriebenes Geschäftsmodell, weil Rolls-Royce ist nach wie vor der Besitzer von der Flugzeugturbine und verkauft ein Betriebs- und Servicepaket an die Airlines. Und das funktioniert auch mit Big-Data-Auswertungen. Und ähnliche Modelle sieht man jetzt auch in Österreich immer stärker kommen in der produzierenden Industrie. Und last but not least, aus gesellschaftlicher Perspektive sicher am interessantesten, ist der Faktor der Produktivität. Muss man dazu sagen, dass wir uns seit dem Zweiten Weltkrieg war Produktivitätswachstum immer über 1%, also meistens über 2% zur Technologie getrieben. Seit der Finanzkrise ist es so, dass wir nachhaltig unter 1% sind. Und hier wird KI zugetraut, dass wir wieder auf ähnliche Produktivitätszuwächse kommen, wie es bei der Einführung von den ersten Computern der Fall war. Also so 80er, Microsoft Office und so weiter und so fort. Also damals, wie es noch Produktivitätsgewinn damit verbunden war. Vor Clippy, für die es noch kennen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Frage, die jetzt natürlich zu Recht aufkommt, ist, was ist überhaupt künstliche Intelligenz? Und dazu kommt wahrscheinlich die erste Enttäuschung des heutigen Abends. Das kann man so einfach gar nicht sagen. Und zwar die Frage, die zu Beginn zu stellen ist, was ist überhaupt Intelligenz, bevor ich sagen kann, was ist künstliche Intelligenz? Und was sich im Bereich der KI-Forschung mehr dann durchgesetzt, würde ich nicht sagen, aber was eine sehr verbreitete, sage ich mal, These ist, ist die, die Sie hier hinter mir sehen. Das ist von einem Forscher, der in Japan tätig ist, auf der Temple University. Und zwar beschreibt es im Prinzip, dass ein wirklich intelligentes System mit nicht perfekte und unvollständige Informationen umgehen kann, selbstständig Entscheidungen treffen und auch in Szenarien planen, was als nächstes zu tun ist. Das klingt jetzt alles unglaublich kompliziert. Stellen Sie sich das praktisch so vor. Angenommen, das wäre jetzt ein Industrie 4.0-Arm, weil das Wort heute einmal gefallen ist. Der Roboterarm, auch wenn der jetzt mit Reinforcement Learning oder irgendwas trainiert wird, der könnte genau den Becher aufheben, dann könnte er ihn wieder abstellen. Der hat danach überhaupt keine Ahnung, was er tun soll. Anderes Beispiel, wenn ich jetzt nicht in der Digital Society Vienna bin, sondern in der Digital Society Ulaanbaatar zum Beispiel in der Mongolei, dann könnte es sein, dass dort ein Trinkhorn steht, weil das verwendet man dort. Das wird die Maschine nicht ergreifen können, weil der erstens gar nicht wüsste, dass das überhaupt ein Trinkgefäß ist. Und die Definition zielt darauf ab, dass wir nicht Millionen von Samples sehen müssen, um zu wissen, was es ist. Und wenn wir damit fertig sind, mit welcher Aktivität auch immer, wissen wir eigentlich immer, was als nächstes zu tun ist. Ja, vielleicht nicht unbedingt in der Ausbildung, aber im Leben. Wir können auch sehr gut in Szenarien planen. Das ist eigentlich auch noch ein verdammt gutes Beispiel. Der Klassiker, das Telefon vibriert. In einem Setting wie jetzt, gehe ich raus und hebe ab, warte ich hier oder schreibe ich eine SMS zurück? Menschen denken ständig in unterschiedliche Szenarien. Also wir haben, das kommt jetzt aus der Neurowissenschaft, wir haben eigentlich so einen Szenariensimulator, der ständig 3 bis 5 Szenarien skizziert. Maschinen können das heutzutage noch überhaupt nicht. Gut, nachdem ich jetzt gesagt habe, was Intelligenz maybe ist, mal für einen ersten Deutungsversuch. Was auffällt in der KI-Forschung ist,
Also wir haben jetzt schnell gedrückt. Also das Feld gibt es schon seit einer ganzen Zeit. Ich habe dann später noch eine Zeitleiste mitgebracht. Und was auffällt ist, man hat zu gewissen Zeitpunkten immer wieder mal eine Vorstellung gehabt, was ist künstliche Intelligenz? Also so quasi, wenn Sie jetzt daran denken, einen Hochsprung, quasi wenn die KI da drüber hupft, dann ist sie wirklich intelligent. Und das wird dann immer ein bisschen weiter nach oben geschoben. Und das zeigt sich, und das hat ein Forscher von Oracle beobachtet, der Larry Tesler, nicht der Tesla, und der hat das den AI-Effekt getauft, dass immer wenn etwas noch nicht von Maschinen gelöst worden ist, gilt das quasi so als Maßstab oder sagen wir Yardstick, Goalpost, dass das der Nachweis ist für Intelligenz. Ab dem Zeitpunkt, wo die Aufgabe übergelöst worden ist, sagt man, eigentlich ist das gar nicht intelligent. Ich bin 80er Baujahr, das ist zu meiner Lebenszeit jetzt auch schon dreimal sehr prägnant passiert. Das war einmal in den 90er, wie Deep Blue von IBM Kasparov besiegt hat. Also ich kann mich erinnern, wir haben ja Schach gehabt in der HTL und die Lehrer und teilweise Ex-Uni-Profs haben gesagt, ja, in Schach werden wir nie geschlagen. Also das ist die Krönung, das Spiel der Könige. Dann ist das Paper erschienen von IBM, wo im Prinzip halt sehr genau dargelegt wird, wie man damit umgeht, einen Suchbaum für das Problem aufzubauen. Und das wird auch sehr stark damit argumentiert, ich glaube, das sind irgendwie ein paar Milliarden Züge, die es gibt, dass das mit Computer sehr wohl handelbar ist. Und natürlich in derselben Woche haben die ein und dieselben Lehrer, die uns gesagt haben, das ist der Proof für KI, haben dann gesagt, na, 10 Milliarden Möglichkeiten, das kann, und deterministisch, das kann nicht intelligent sein. Lustigerweise ist damals bereits Go als Beispiel genannt worden. Also wer kennt das asiatische Brettspiel Go? Gut, das ist das Gute an der Digital Society. Nerds sprechen mit Nerds. Thank you very much. Na, was Go halt komplett von Schach unterscheidet ist, ich kann überall die Steine hinlegen, während ich im Schach eigentlich sehr große Zugbibliotheken habe. Das funktioniert im Go in der Reihenfolge nicht und das hat mehr unterschiedliche Kombinationen, wie es Atome, als es Atome im Universum gibt, nicht im Multiversum. Und was das Interessante an Go war, ist, wir sind dort 20 Jahre früher als gedacht besiegt worden, in dem Fall von einem Reinforcement Learning System von Google Brain. Und das ist aber sofort wieder die Diskussion aufgekommen, ja, das Ding kann gar nicht intelligent sein. Und lustigerweise, was dort als Kicker gebracht worden ist, war jetzt nicht die mangelnde Komplexität, weil der mangelt das in Go überhaupt nicht, sondern dass das Ding nicht weiß, dass es selbst Go spielt. Also sprich, es hat kein Bewusstsein. Also es ist sehr, sehr valide. Oder sehr, sehr flexibel. Und das dritte Beispiel, was ich noch interessant finde, ist das Ganze, wenn man jetzt an künstliche Intelligenz und Kunst denkt, also was weiß ich, AI-generated art und so weiter. Es hat dort, glaube ich, im Jahr 2016 war das, diese App Prisma oder Prism gegeben. Im Prinzip, das war die App, ich schieße ein Foto von irgendwas oder ein Klingelton und ich kann dann sagen, ob das jetzt im Van Gogh-Stil dargestellt werden soll oder Mondrian oder Jackson Pollock. Und das ist eine Zeit lang auch als computergenerierte Kunst wirklich abgefeiert worden, von auch einschlägigen Medien, bis dann irgendjemand hergegangen ist und gesagt, na, pass auf, das hat eigentlich mit KI nichts zu tun und Kunst, das ist nichts anderes als wie ein glorifizierter Photoshop-Filter. Also worauf ich hinaus will, es ist vollkommen egal, in welche Domäne man sich da bewegt oder wie weitreichend das Thema ist, die Argumentation wird immer gebracht. Gut, nachdem man das Ganze, um Sie mit ein paar Begriffe aus der Forschung oder Wissenschaftswelt vertraut zu machen, da geht es ein bisschen schneller durch, die sehr oft genannt werden, sind einerseits Narrow Artificial Intelligence, das ist auch auf Deutsch die schwache künstliche Intelligenz, dann in der Mitte starke künstliche Intelligenz oder General Intelligence und Super Intelligence, ja, das ist dann so Matrix und Skynet in die Richtung gehend. Der Grund, warum ich die volle einbaue, ist jetzt so weniger, weil ich Science Fiction nett finde, sondern diese Intelligenzdefinition, die Sie jetzt vor zwei Seiten gesehen haben, die erfüllten nur Systeme, die Artificial General Intelligent quasi sind, auch AGI abgekürzt. Und was Sie sehen, in der Populärkultur hat man sich natürlich vor allem auf dieses Feld gestürzt. Man sieht doch, dass das ich habe jetzt so versucht, eine Balance zu finden zwischen Positiv- und Negativbeispielen. Aber all diese, sagen wir mal, Bedenken, die mitschwingen, wenn Maschinen gleich intelligent wie wir werden, die werden bei Artificial General Intelligence natürlich schlagend und spiegeln sich auch in der Populärkultur wieder. Ich meine, wir als Österreicher sind sowieso Hardcore-Bias, dank Arnold Schwarzenegger. Und das meine ich nicht einmal so sehr im Scherz, weil zum Beispiel, mir ist das in Japan schon aufgefallen, also
das ist teilweise wie die Barbie-Puppe dort. Also ich kann mich erinnern, unser Sohn ist auch in Japan geboren, gibt es halt klassisch den babyblauen Roboter und den rosaroten Roboter. Der Roboter ist lieb, der Roboter pflegt die Oma und so weiter und so fort. Während, wenn ich da an meine Kindheit denke, da hat der Cousin halt davon erzählt, dass der Arni aus der Steiermark nicht ganz so lieb ist zu Oma und zu uns. Und dieses negative Bild von Roboter gibt es in Asien weitaus weniger als bei uns. Das ist eigentlich tendenziell positiv konnotiert. Gut, ja, alles, was wir heute einsetzen, ist Artificial Narrow Intelligence. Mir ist da der Begriff Narrow Intelligence weitaus lieber als der deutsche Begriff schwache künstliche Intelligenz, weil was ist schwach? Eben. Und das Interessante an Narrow ist, und das wird man dann später heute auch bei den Use Cases sehen, also wenn Sie jetzt an das AI-System vom Winbot denken, der Winbot kann keine Radiologieergebnisse auswerten, also nicht, keine Bilder, noch nicht. Genau ist es also umgekehrt mit Context Flow. Ich kann dort jetzt nicht wie bei Alexa reinrufen und sagen, bitte bestell mal eine Pizza oder sonst was. Diese neuronalen Netzarchitekturen sind, oder Systeme, die rauskommen am Ende des Tages, sind genau für einen einzigen Anwendungsfall wirklich tauglich. Und das hilft auch nichts, dass ich die jetzt untereinander kombiniere. Also selbst wenn ich, weiß ich nicht, 50 Alexas und Winbots und whatever kombiniere, kommt am Ende trotzdem keine starke künstliche Intelligenz raus. Eben aufgrund solcher Sachen wie Szenarioplanung, Simulieren und so weiter und so fort. Und das würde mich interessieren. Was glauben Sie, wie lange sind wir noch davon entfernt, dass wir quasi von dort, wo wir uns jetzt befinden, AlphaGo, autonomes Auto und so weiter und so fort, bis es uns gelingen wird, ein System zu bauen, was diese Definition von Intelligenz erfüllt? Also ich gebe jetzt drei Antwortmöglichkeiten. Die eine ist so um 10 Jahre, die andere ist um 30 Jahre, die andere ist 50 oder mehr. Also wer ist für um die 10 Jahre? Wer ist für um die 30 Jahre? Wer ist für 50 oder mehr? Gut, jetzt kommt die Auflösung. Na, Scherz. Natürlich gibt es... natürlich gibt es keine Auflösung. Aber es folgt in dem Ganzen eines auf, was ich super interessant finde. Vorhin schon einmal erwähnt, ich bin Kind der 80er. Ich kann mich erinnern, wie ich als Kind, Wissen aktueller, das damals geschaut habe, so Fusionsreaktoren und so weiter vorgestellt, das heißt, die kommen in 50 Jahren. Mittlerweile schaut mein Sohn Sendung mit der Maus und Fusionsreaktoren kommen noch immer in 50 Jahren. Also es ist eine gewisse Konstanz, die drinnen ist. Was jetzt an dem Sprung von Narrow auf General auffällt ist, da gibt es eine Umfrage, die alle paar Jahre um den 350 Wissenschaftler durchgeführt wird, und die sind sehr interdisziplinär. Also das sind jetzt quasi nicht nur unter Anführungszeichen Informatiker und AI-Leute, Neurowissenschaftler, Psychologen, Physiker, also wirklich sehr breit, und Mathematiker. Und den Zeitraum, wo man glaubt, dass es uns jetzt gelingt, wirklich ein intelligentes System zu bauen, nicht unbedingt auf menschlichem Niveau, aber sagen wir mal, was weiß ich, Delfin, Schimpanse oder die Richtung, wird schon seit mehreren Jahren auf das Zeitfenster 2020 bis 2030 gelegt. Das finde ich schon interessant. Also das ist jetzt vor allem im Vergleich, wenn ich es zu Fusionsreaktoren anschaue, was halt eigentlich Relativziel ist, oder leistbare OLED-Fernseher, ich sage es als Beispiel, die kommen immer nächstes Jahr, so glaubt man schon, dass sich da was tut. Und was ich da ziemlich interessant finde an diesem Zeitfenster ist, wenn man sich im historischen Versatz anschaut, hat es die ersten Konferenzen, wo neuronale Netze diskutiert worden sind, künstliche, hat es von den ersten Konferenzen gute 40 Jahre gebraucht, bis die wirklich eingesetzt worden sind. Und die ersten Konferenzen zu dem mittleren Thema Artificial General Intelligence gibt es seit 2008. Also das wird sogar in die Richtung gehen, dass man quasi jetzt noch einmal 30 Jahre drauflegt und sagt, wir hätten wieder 40 Jahre Zeitfenster. Gut, aber mehr dann später bei den Fragen. Wie funktioniert künstliche Intelligenz? Dazu ganz kurz nur, wer von euch hat schon einmal programmiert oder programmieren müssen, für die, die es in der Schule gehabt haben? Gut, dann erzähle ich mit der linken Seite wahrscheinlich überhaupt nichts Neues. Also alles, was der Programmierer macht, spielt sich in der blauen Box ab, sprich der Algorithmus. Ist insofern jetzt vom Ansatz nur relevant, als dass, wenn ich ein System jetzt herbeibringen will, jetzt muss ich das Logo verdecken, dass er den Becher erkennt, dann muss ich dort irgendwie die Merkmale reinkoden, was ein Becher überhaupt ausmacht. Also was weiß ich, trapezförmige Struktur, vielleicht oben eine Ellipse, vielleicht ein paar Farbmerkmale ihm noch mitgeben auf den Weg und so weiter und so fort.
ganz unlustig wird das Ganze, wenn ich das erweitern will um weitere Objekte, beziehungsweise wenn ich es überhaupt in andere Einsatzszenarien noch habe. Und künstliche Intelligenz, beziehungsweise wenn wir heute von künstlicher Intelligenz reden, meinen wir meistens Deep Learning, stellt den Prozess gewissermaßen auf den Kopf. Und was ich jetzt mit dem Picasso versucht habe zu visualisieren ist, ich starte im Prinzip direkt mit sogenannten annotierten Daten, das heißt, ich habe Input- und Output-Paare. Bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Becher. Sie haben eine unglaublich große Anzahl an Bildern und das Einzige, und Sie geben dem, das wäre in dem Fall der Input, und Sie geben dem System zusätzlich mit auf den Weg, was ist der Output. Also das wäre jetzt nur eine textuelle Beschreibung, ein Label, was befindet sich im Bild. Becher, Flasche, Mensch, Brille, ja, manchmal ist der Mensch eine Flasche und so weiter und so fort. Und was das System jetzt macht ist, also natürlich die richtige Architektur vorausgesetzt, er erkennt im Prinzip, was hätte in dem Fall innerhalb von den Bildpunkten die stärkste Korrelation mit dem Output und trainiert damit das Modell, damit er in weiterer Folge mit neuen Input auch umgehen kann. Das klingt jetzt wahrscheinlich alles sehr abstrakt, das ist auch nicht ganz einfach vorzuzeigen, aber da haben wir dann nicht die konkreten Beispiele da. Stellen Sie sich vor, das System müsste erkennen, ob sich in einem Bild jetzt ein Mensch befindet oder nicht. Und er wird sehr relativ schnell herausfinden, also wenn wir jetzt an klassische Passbilder denken, dass die stärksten Korrelationen sich da drinnen abspielen, dass der untere Rand komplett egal ist und der obere Rand im Bild komplett egal. Und dementsprechend geht es dann über mehrere Hierarchieebenen, dass er schaut, dass er gewisse Shapes erkennt, ohne dass ich ihm aber vorher sage, was sind diese Shapes, wie zum Beispiel an Nasen oder Punkte in der richtigen Anordnung. Und ja, das so trivial es klingt, das ist die ganze Magie dahinter. Warum das Ganze jetzt erzündet, ist einerseits meine Rechenleistung definitiv, aber hauptsächlich ist es damit, dass uns mehr Daten zur Verfügung stehen. Und ja, wieder old man talking about his university time. Wenn ich daran zurückdenke, unsere Profs auf der TU haben damals auch gesagt, dass Rechenleistung und bessere Algorithmen 100% gelöst werden, aber sie halten es für schon eine gewagte These, dass man mal 5000 annotierte Bilder haben wird. Und da war es wirklich so. Bitte? Aber gleich eine Frage, da trainiere ich keine Fehler. Weil wenn ihr auf das Beispiel hinweist, die Erkennung auf einem Bild der Wolf oder Hund ist und der Wolf überwiegend auf Bildern mit Schnee im Hintergrund und in dem Bild, wo der Wolf vor einer Wiese war, haben sie den Wolf nicht erkannt. Mein Lieblingsbeispiel, genau. Das ist auch eins von den Beispielen, was, beziehungsweise wenn man davon sagt, dass das, was da drinnen passiert, eine Blackbox ist, dann wird immer das Wolf-Beispiel genannt. Was ich auch noch ziemlich cool finde, ist das mit den Turnstangen. Turnstangen sind daran erkannt worden, nicht weil sie, glaube ich, 2,40 Meter Höhe sind und waagrecht, sondern weil meistens eine oder zwei Hände drauf sind. Also das ist irgendwie auch so ein bisschen Ursache und Wirkung umgedreht. Und das kann man, also in der Bildverarbeitung kann man es mittlerweile extrem gut debuggen, hängt auch damit zusammen, also da müssten wir jetzt auf der Vorgängerfolie, ich habe die autonomen Autos, natürlich dort passiert extrem viel Forschung drinnen. Wo es sonst auffällt, das habe ich dann ja später ein bisschen bei den quasi Sachen, wo man aufpassen muss, wo es kompliziert wird, ist, wenn jetzt Kreditentscheidungen sind, also Kreditentscheidung ist zum Beispiel etwas, was viele Leute trifft und was ja auch in der DSGVO konkret gesagt ist, dass die Endentscheidung über den Kredit nicht durch die Maschine getroffen werden darf. Und wir haben jetzt auch selbst schon so Credit-Rating-Projekte bei einer Bank gemacht, was aber eigentlich nur darum geht, quasi aus der Revisionssichtweise, ist der Kredit rechtens vergeben oder nicht. Aber man muss jetzt kein Prophet sein, um zu sagen, naja, wer weiß, was da in 15 Jahren direkt bei der Vergabe alles an Daten einfließt, weil letztendlich für die Werbung wird es ja schon verwendet. Bei Hells geht es gerade in die Richtung, ja, gut. Ich bin da selbst ein guter Kandidat dafür, für sowas fällt mir gerade auf. Und wer weiß, was damit gemacht wird. Und bei solchen Systemen wird es extrem schwierig, die im Nachhinein zu debuggen, weil man selbst eigentlich gar nicht weiß, wie die Entscheidungen zustande gekommen sind. Also der Mensch wird sich mit den vorliegenden Fakten schwer tun, eine Entscheidung zu treffen und wäre dann eher geneigt, dem System zu glauben. Das ist eigentlich wie bei einer Optimierung, die der Mensch selber nicht mehr versteht. Und das Problem mit den Vorurteilen durch KI kommt ja von den adoptierten Daten. Wenn schärfer beurteilt werden, gehe ich zu der Schweizer zum Beispiel. Ne? Genau das habe ich gemeint, dass ich bei der Digital Society bin und 50% von meinem Vortrag geändert habe. Ich habe ja gewusst, dass die Fragen kommen. Nein, be my guest, kommt alles. Ja, Zeit leisten. Apropos Zeit, da bin ich schon wieder hinten. Ja, vielleicht nur ganz kurz, was man sich hier merken soll, ist, künstliche Intelligenz beschreibt eigentlich eine
eine Wissenschaftsdisziplin, die 1956 gestartet ist. Den Begriff findet man das erste Mal 1955 und ist immer schon an der Schnittstelle von Physik, Mathematik, Neurowissenschaften, Statistik, genau, und Informatik gewesen. Was das eigentlich darstellen soll, ist, dass viele von den Dingen, die wir heute als gegeben annehmen oder wo wir sagen, eigentlich gar nicht als gegeben, die sehr wohl noch so einen Wow-Effekt erzielen, dass das technisch möglich ist, wie zum Beispiel Bilderkennung, dass die ihre Ursprünge teilweise in die 80er haben, wie hier von Jan LeCun die neuronalen Netze, die heute die Image Biopsy Lab zum Beispiel verwendet. Also das sind Architekturen, die sind teilweise 30 Jahre alt. Das hat genau den Grund, dass Daten so lange nicht in gescheiter Qualität verfügbar waren. So richtig losgegangen ist es wirklich im letzten Jahrzehnt, kann man mittlerweile sagen. So 2012 war es Katzenvideo-Experimente und dann ist es wirklich Schlag auf Schlag gegangen. Also einerseits, dass man mit Bilderkennung binnen eines Jahrzehnts, muss man sagen, eigentlich ist das in 5 Jahren passiert. Zu Beginn der 10er Jahre war Bilderkennung von einer Rate von 70%, mittlerweile ist man auf 98%. Also man ist besser als der Mensch. Und das ist schon beeindruckend, weil sich da viele Sachen automatisieren lassen, vor allem bei uns strukturierte Daten, wo wir vor 10 Jahren wahrscheinlich noch gesagt hätten, oh, das dauert sicher 30 Jahre. Also die Geschwindigkeit ist beeindruckend. Der Grund, warum dort unten jetzt so frei ist, das hat weniger damit zu tun, dass ich mit dem Finger abgerutscht bin, sondern wenn Sie sich das Ganze so anschauen und wirken lassen, dann denkt man sich so als erstes, ja, puh, künstliche Intelligenz, wie Halbleiter und was weiß ich, was alles, eh klar, dass das alles aus Amerika kommt. Und dem ist nicht ganz so, beziehungsweise ist dem eigentlich gar nicht so. Europa hat da immer schon eine starke Rolle in dem Ganzen gespielt. Ich habe jetzt da unten nur so ein bisschen durchmischt, was in der Dachregion sich dazu getan hat. Das ÖFEI und Robert Trappel dürfte der Begriff sein, an der Freiung, eines der ersten unabhängigen AI-Forschungszentren weltweit, die gegründet worden sind. DFKI, kurze Zeit danach, wenn man autonome Autos denken, Projekt Eureka, da wird jetzt die Folie, glaube ich, netter drinnen, also das Projekt Prometheus war das. Da ist es darum gegangen, mit den Technologien von damals ein autonom fahrendes Auto zu machen. War nicht ganz erfolgreich, aber der Prototyp geschafft, dass er in der Endpräsentation in die 90er Jahre um die Autobahn von Paris hat dingeln können und der Ingenieur wirklich nur alle paar Kilometer hat ans Lenkrad greifen müssen. Das ist insofern beeindruckend, dass Uber eine ähnliche Zahl veröffentlicht hat im Jahr 2016 mit heutigen Methoden. Also so Zauberzahl ist dort immer, wie viel 1000 Kilometer vergehen, beziehungsweise wie viele Minuten vergehen, bis ein Ingenieur zum Lenkrad greifen muss, weil die Maschine sagt, does not compute. Sepp Hochreiter ist auch ganz wichtig zu erwähnen in dem Ganzen, der gemeinsam mit Schmidhuber LSTMs gemacht hat in den 90er. Das ist jetzt gerade vor Weihnachten wieder zum meistzitierten Research Paper in AI überhaupt geworden. Sitzt, gut, ist Deutscher, aber da handeln wir das wie bei der klassischen Musik mit Beethoven. Also das ist natürlich Österreicher, weil er in Linz lehrt. Und da tut sich schon einiges. Was sich in Österreich tut, gehe ich später noch ein bisschen mehr ein. Ah, genau, last but not least, DARPA Challenge, auch interessant. Die ist im Jahr, wird von DARPA, also Defense Agency Research, irgendwas ausgeschrieben, gehört zum Pentagon und eben um R&D-Projekte anzukurbeln. Da geht es darum, autonome Autos zu bauen, die damals durch die Wüste Nevada fahren können. Hat auch ein Deutscher als erstes gewonnen und der Sebastian Truhn hat dann gemeinsam mit dem Andring die autonome Autosparten bei Google aufgebaut und hat mittlerweile sein eigenes Unternehmen, was im Ausbildungsbereich bei AI unterwegs ist. Gut, ja, jetzt kommt so ein bisschen die eigentlich, wo es fast anschließt, unabgestimmtermaßen an die Einleitung von heute. Das Ganze ist natürlich alles schön und gut, aber man muss dazu sagen, dass das auch extrem oft Unbehagen auslöst, auf das aber in weiterer Folge gar nicht eingegangen wird. Und das wäre zum einen das Thema Massenüberwachung, dann wäre es das Thema Kontrollverlust, Wölfe, Turnstangen, Kredite und last but not least, dass Europa die Fälle davon schwimmen. Und deshalb möchte ich jetzt im zweiten Teil darauf eingehen, weil, in medialer Sichtweise, das wird man dann noch sehen, endet es meistens bei der Überschrift, ohne wirklich darauf einzugehen, was dahinter steckt. Und wenn man jetzt an das Beispiel mit Massenüberwachung denkt, ist das Erste, was man wahrscheinlich im Hinterkopf hat, das chinesische Social Credit Scoring System.
jetzt Millionen von Beispielen. Ich finde das da immer ziemlich interessant, weil es im Prinzip eine komplette Lappalie zeigt. Das sind zwei Chinesen, die in einer Stadt halt bei Rot über die Ampel gehen. Die Gesichter werden erkannt und das ist jetzt auch nicht ganz gut erkennbar. Es wird da die Social Security Number angezeigt. Die letzten Stellen werden natürlich ausgeixt und das wird gesagt, ja bitte in Zukunft nicht mehr bei Rot über die Ampel gehen. Aber das wirklich Krasse an dem Ganzen ist, das ist jetzt nicht so, dass das in drei Ampeln in ganz China installiert ist. Meine Frau war gerade letztes Jahr mit dem Sohn wieder in China und die hat genau sowas gesehen. Aber jetzt nicht in Peking oder Shanghai, sondern auch in andere Städte. Also das kommt wirklich im großen Stil. Was ich da immer zu bedenken gebe, ist, dass wenn wir jetzt an unsere Betriebssysteme oder die sogenannten Social Media denken, dann ist das rein aus der überwachungstechnischen Sicht ja bereits Realität. Also die Statistik, da hat sich das, glaube ich, letztes Jahr im Oktober oder November eine forensische Firma mal ein bisschen genauer angeschaut, wie oft die Unternehmen nach Hause funken. Im Prinzip haben wir auch selbst auferlegte Totalüberwachung. Also da jetzt zu sagen, in China ist das total anders und bei uns natürlich netter, das halte ich für falsch. Eigentlich genau bei solchen Themen ist es auch, wo die Digital Society bzw. das digitale Denken der Gesellschaft gefragt ist, um da quasi wieder, wie soll ich sagen, das auf ein normales Level zu bringen, den Diskurs. Die Frage, die sich aber stellt, das muss ich mir auch entschuldigen, weil es wird dann ein bisschen Englisch, weil ich das natürlich jetzt dann nicht mehr übersetzt habe in den letzten 15 Minuten. Die Frage ist aber, wo ist die Trennlinie zu ziehen? Wann ist das jetzt quasi böse Überwachung? Stichwort geht bei roter Ampel über die Straße oder Kinder werden fotografiert und so weiter und so fort. Und wo ist es gute, gewollte Überwachung? Und wiederum ein Fall aus China, ich finde den nämlich sehr ambivalent. Aus unserer Sicht natürlich nett, weil Kameras in der Schule zu haben und auch gleichzeitig zu schauen, ob die Kinder, sag mal, attentive und motivated sind, das wird bei uns niemandem einfallen. Das ist aber für chinesische Schulen, aber generell für ostasiatische, also die vietnamesischen Privatschulen, Japan ticken noch nicht anders, ist das nur noch ein sehr, sehr kleiner Sprung, weil dort ist es bereits Usus, dass in die Schulen drinnen Kameras sind, also weil man einfach schauen will, ob die Lehrer performen. Es ist sehr stark, also Testscore getrieben, das Ganze. Man will schauen, ob die Lehrer auch wirklich die Arbeit richtig machen, etc. Und dementsprechend, wenn man jetzt jemand in China, Japan oder Singapur sowas zeigt, die sagen, ja gut, das ist eigentlich nur noch ein sehr, sehr kleiner Schritt, der jetzt gegangen wird. Also das Ganze, worauf ich hinaus will, das ist sehr stark im kulturellen Kontext zu sehen. Anderes Beispiel, jetzt sind wir gerade bei Always On, totale Überwachung und so weiter und so fort. Wie soll ich sagen, diese Wundermeldungen, dass die Apple Watch von jemandem das Leben gerettet hat, das lesen sie alle paar Monate. Was ich an dem Case ziemlich interessant gefunden habe, das ist jetzt, glaube ich, aus dem September letzten Jahres, dass der Vater von demjenigen, der das gepostet hat, hat angerufen, sein Sohn hat gesagt, oh, mir ist gerade schwindelig, mir geht es nicht so gut. Dann ist er bewusstlos worden und umgekippt und die Uhr hat für ihn die Rettung gerufen und wie der Sohn an die Stelle gekommen ist, wo der Vater den Unfall gehabt hat oder wo es ihm nicht gut gegangen ist, war der bereits im Krankenhaus. Also das ist natürlich eine massive Verringerung von der Reaktionszeit. Es ist natürlich die Frage, ist das böse oder gute Überwachung? Anderes ambivalentes Beispiel finde ich auch das da. Das ist jetzt, glaube ich, ein niederländisches Startup, die heißen Pindrop. Da geht es darum, das geht jetzt ja ein bisschen in die Richtung Alexa, dass sie. Jesus. Sondern ich sage, ältere Mitmenschen helfen und mein Bild ist wieder da. Nein, das war jetzt nicht beabsichtigt. Präsentieren. Genau, was die gebastelt haben, ist im Prinzip ein Sidekick für ältere Menschen, um Telefonbetrug zu verhindern. Also sprich, wenn jetzt, darf man nichts Falsches sagen, für Seniorenheime zum Beispiel, wenn abgehoben wird, lauscht gleichzeitig die KI mit. Wenn sie dann so hört, Nigerien, 300 Millionen Euro aus dem Lande schaffen, dann wird der Pensionist darauf hingewiesen, dass es dann nicht mit rechten Dingen zugeht. Das ist definitiv volkswirtschaftlich schon ein Thema. Also
vor allem in Japan ist es noch viel stärker als bei uns, weil dort natürlich noch, weil es dort viel mehr ältere Personen noch gibt, relativ und absolut gesehen. Was ich mir da aber die Frage stelle, ist, wie weit ist sowas noch von einer Besachwaltung entfernt? Weil letztendlich kann ich das ja beliebig ausbauen. Ich könnte auch sagen, na pass auf, Oma, du darfst jetzt nicht mehr bei Otto oder Quelle bestellen, du lieber bei irgendeinem Händler auf Amazon oder Geizhals bestellen und du sparst da 30%. Also wo ist da die Grenze? Und für sowas braucht es neue Spielregeln, ohne dass man sich von vornherein hinstellt und das sozusagen verteufelt oder als Heilsbringer sieht. Das andere Thema mit dem Kontrollverlust kommt auch immer wieder. Da greife ich jetzt nämlich genau einen Punkt auf, dass die KI in ihrer jetzigen Form eigentlich nicht mehr oder minder, sie gibt eins zu eins die Vorurteile wieder, die wir mit uns mittragen. Und die bekanntesten Beispiele, jetzt einmal abgesehen von Racial Profiling, die aufgekommen sind, waren im HR-Bereich, und zwar hat das sowohl Amazon als auch Google getroffen. Man ist dort draufgekommen, dass das eigene HR-System Frauen massiv benachteiligt. Also einerseits werden Frauen von diesen Systemen weniger oft für Gehaltssprünge, also für Promotions vorgesehen. Und wenn es zu einer Promotion kommt, wird, glaube ich, im Schnitt 30%, wenn ich mich nicht täusche, weniger als Gehaltssprung angeboten. Das klingt jetzt natürlich als Headline-Futter ist das perfekt, man könnte sagen, die böse KI. Was das aber letztendlich gemacht hat, ist, dass es die Unternehmen aufgezeigt hat, wo sie ein Problem im HR-Prozess haben und das in den HR-Prozess ändern müssen, weil das System hatte nur geschaut, die Korrelationen innerhalb von historischen Daten drinnen, dem ist ja nicht von selber eingefallen, dass jetzt Frauen quasi weniger hoch bewertet. Und ich finde das auch in Bereichen wie Strafvollzug oder Testscoring interessant, weil es uns automatisch dazu zwingt, Data Literacy, da fällt mir jetzt irgendwie der deutsche Begriff, aber mit Daten kritisch umzugehen und zu hinterfragen, was wir eigentlich vor uns sehen. Das kommt dort eigentlich sehr oft ans Tageslicht. Und weil wir beim Thema Kontrollverlust sind, bei sowas, gut, bei den großen Konzernen wird das natürlich früher oder später nach oben geschwemmt, weil sonst mit einem Class-Action-Lawsuit sind die weg vom Fenster. Auch aus Bürgerinnen- und Bürgersicht finde ich super interessant, weil sehr oft wird es so getan, dass wir eh nichts dagegen tun können, weil jetzt kommt die Überwachung, also Stichwort Facebook, Android, whatever. Und ich habe da die Entwicklung in Amerika total beeindruckend gefunden. Das war nämlich out of all places in San Francisco, wo im Mai letzten Jahres, also im März hat es der Stadtrat beschlossen, ab Mai ist es jetzt wieder eingeführt worden, dass man Gesichtserkennung für Kriminalitätsbekämpfung oder Erkennung verbietet. Und der Grund hierfür ist jener, man hat mit den Experimenten 2016 gestartet und damals haben die IT-Anbieter gesagt, ja, weniger Raubüberfälle, weniger Mord, bla bla bla. Was sich dann aber herausgestellt hat, 3 Jahre später, ist, dass zu 99,7% dort sogenannter Petty Theft, sagt man im Englischen, also Kleinkriminalität, getrackt worden ist. Also Stichwort, hat jetzt jemand einen Becher mitgehen lassen in der Bäckerei oder so. Und dass der Stadtrat gesagt hat, das steht in überhaupt kein Verhältnis zum Effekt, den das Ganze generiert, dass man total Überwachung macht. Weil die Sache ist, ich kann ja aufbauend auf der Überwachung und Gesichtserkennung, Bewegungsprofile, alles Mögliche machen. Ihr könnt bei Stadtbediensteten in San Francisco zum Beispiel sagen, ob sie pünktlich zur Arbeit kommen oder nicht. Deshalb keine Bitterkennung. Naja, jedenfalls, ich habe das insofern jetzt von der jetzigen EU-Kommission fast ein bisschen lächerlich gefunden, dass man sich im Jahr 2020 so hinstellt und sagt, dass man das jetzt quasi das Thema gerade erfunden hat, dass Facial Recognition etwas Böses ist, wenn ausgerechnet die bösen Amis so weit sind, dass sie sagen, na, das können wir auf gar keinen Fall machen, wir gehen wieder einen Schritt zurück. Also dieses, wie soll ich sagen, Moral nach außen zu kommunizieren, selbst da liegt man teilweise hinten nach. Aber nicht zitieren. Aber das bringt mir jetzt glaube ich, das ist jetzt der dritte Punkt. Ja, dass Europa und das Abendland dem Untergang geweiht ist, vor allem in der Industrie, also jetzt im AI-Zeitalter. Ja, damit könnten es Telefonbücher drucken mit diesen Headlines. Das ist eigentlich gang und gäbe. Es ist wurscht, aus welcher Perspektive. Industrie tot, Autoindustrie tot, Internetindustrie tot, Health tot. Europa einfach alles verpennt. Und was ich da schon witzig finde, ist, dass sehr oft auf Regulierungen rumgeritten wird, wie eben die DSGVO oder auch GDPR genannt, und dass so quasi gesagt wird, das ist jetzt der Untergang des Abendlandes. Und das Lustige an dem Ganzen ist, die Diskussion hat schon einen Bart, die hat schon einen sehr langen Bart, nämlich, dass Regulierungen die heimische Industrie killen, das ist immer schon so gewesen, das ist ein Naturgesetz. Und
Das finde ich ist eins von den prägnantesten Beispielen überhaupt, weil das nämlich zeigt, wie vertrottelt die Diskussion geführt wird. Das ist aus den 70er, wo der damalige Vorstandsvorsitzende von VW gesagt hat, wir wollen keine Sicherheitsgurte, weil bei verpflichtenden Sicherheitsgurte kaufen die Leute dann lieber Renault oder Fiat oder whatever. Ich habe vorhin erwähnt, dass ich längere Zeit in Asien tätig war und in der Autoindustrie merkt man das auch sehr stark. Jedes Mal, wenn eine neue Emissionsregulierung gekommen ist, hat es geheißen, nein, jetzt ist Europa geliefert und Japan. Japan ist da immer mitgezogen. Wozu es aber eigentlich geführt hat, ist, dass die Hersteller und auch die ganzen Zulieferer und Engineering Companies gefordert waren, eigentlich wirklich to out-innovate themselves, hat sich in Leichtbau ausgedrückt, wenn man jetzt an die Computersichtweise denkt, besten Simulationsmethoden und so weiter und so fort. Und das wird es alles nicht ergeben ohne die strengere Regulierung. Wir haben auch, was die GDPR betrifft und Datenschutz in Europa, einerseits Leitcharakter, also Indien führt gerade etwas Ähnliches ein, Japan führt etwas Ähnliches ein, auch Amerika geht es in die Richtung, der Senat, der republikanische Senat geht in die ähnliche Richtung. Und für unsere Firmen, die jetzt quasi schon damit angefangen haben, GDPR-konforme Lösungen oder Privacy-based Design zu machen, ist das natürlich ein Startvorteil. Also eine Firma, die man da sich im Auge behalten kann, ist die Mostly AI aus Wien. Vor 2 Jahren hatten wir die in Amerika angeschaut und so gesagt, Privacy, ? Die gewinnen mittlerweile massiv, also Contests, Startup-Contests dort, machen ein Accelerator-Programme mit, weil die quasi eine Plug-and-Play-Lösung haben für Anonymisierung von strukturierten Daten. Also Stichworte, könnt ihr jetzt einen Kundendatensatz von einem Mobile Operator rein sich schicken oder einer Bank oder einer Versicherung. Und deshalb kommt ein komplett synthetischer Datensatz raus mit dieselben Charakteristika. Eine US-Firma wäre gar nicht auf die Idee gekommen, sowas zu machen. Ähnliche Lösungen gibt es in Europa auch für Gesichter zum Beispiel. Also alles, was mit Synthetisierung zusammenhängt. Gut, letzter Teil, I promise. Bitte? Die Regulierer eigentlich den Menschen dazu anspornen, noch innovativer zu sein und damit eigentlich einen positiven Effekt haben. Verstehe ich das richtig? Ja, sind zu 100% richtig verstanden. Ich meine, ich finde, das kann man eigentlich sehr prägnant zusammenfassen. Jetzt bringe ich wieder ein Autobeispiel, I'm sorry. Aber wenn ich jetzt so frage, wer von Ihnen ist mit einem sicheren oder an komfortablen Auto herkommen, da wird keiner aufzeigen, weil die Frage stellt sich gar nicht. Oder wenn ich jetzt an Mobiltelefone denke, wer hat ein schnelles oder ein leichtes? Es liegt eigentlich, genau dort ist eigentlich der Hund bei der Innovation begraben, dass es darum geht, diese sagen wir mal, Widersprüche, vermeintliche Widersprüche aufzulösen. Oder ein Touch-Interface ist auch ein super Beispiel, wenn es vor 15 Jahren jemanden gesagt hätten, das ist wiederum etwas, was ich aufgreifen kann vom Einleitungsvortrag, dass Touch-Interfaces in Altersheime verwendet werden. Da hätten wir noch alle an Pen-Input gedacht und gedacht, oh mein Gott, Windows Vista, nie im Leben. Heute ist das mit Abstand einfachste, was ich machen kann. Also das ist eigentlich genau die Krux und ich finde es schräg, bedrückend, wie auch immer, dass die Diskussion bei jeder Regulierungswelle von vorne startet, als hätte es das überhaupt noch nie gegeben. Gut. Österreich, Kühe, aber nicht nur Kühe, sondern auch Gustav Mahler. Das Zitat bringe ich immer gern, weil sich da sehr viele sehr gut aufgehoben fühlen. Ja, wer lacht, ist schuldig. Und das Witzige ist, das ist jetzt ja nicht nur das klassische Österreichische, sondern in sehr vielen Medien wird das auch als Gott gegeben wahrgenommen. Also Mentalität passt nicht zur Roboterzukunft. Don't ask me how you can determine that. Das Mittlere ist auch lustig. Wir sind quasi out of the game, weil wir keine KI-Strategie haben. Da muss ich dann immer an die Breitbandstrategie denken oder Initiative. Wie ich 2006 in den Flieger gestiegen bin nach Tokio, hat es geheißen, Österreich macht eine Breitbandinitiative. Wie ich 2016 zurückgekommen bin, hat es geheißen, Österreich macht eine Breitbandinitiative. Also. Der Punkt ist, es ist ein Irrglaube, jetzt nach China zu schauen oder sagen wir mal Singapur und Länder, die wirklich extrem starke Industry Policies fahren, die wirklich sagen, das sind die 3-4 Bereiche, auf die wir jetzt ersetzen und dann zu glauben, dass Österreich genauso tickt. Also ich sage immer, China hat zwar eine Automotive Policy und deswegen gibt es die ganzen Autohersteller jetzt dort, aber den Autocluster Styria gibt es nicht, weil jemand in der Regierung gesagt hat, wir machen jetzt in der Steiermark Autos und ach übrigens, der Koppitz soll die DTTech in Wien gründen. Das ist
das ist bei uns bottom-up, nicht der top-down. Deshalb ist das auch nicht der Untergang, vor allem wenn man in einem Konstrukt wie der EU ist. Gut, ja, das nur zum Drüberstreuen. Also es lässt sich mit, ist eigentlich egal, aus welcher Ecke man kommt, man kann die These eigentlich in jeder, überall widerlegen. Wenn man jetzt einmal sagt, quasi aus dem Schlipsträger-Eck kommend, die ganzen Beratungsfirmen oder auch Weltbank und Co. sehen Österreich eigentlich durchwegs in die Top 10 an Länder, die davon profitieren können von der Einführung von KI, weil wir sowohl White-Collar, also Angestellte, als auch Blue-Collar-Produktion haben. Also man nimmt quasi beide Effekte mit. Andere Sichtweise, wenn man jetzt sagt, ja gut, das sind die etablierten Betriebe, aber wir haben keine Startups und alles muss Startup sein. Auch hier gibt es Studien. Die ist voriges Jahr erschienen, im März. Die ist bei uns deshalb bekannt worden, weil in ihr drinnen gestanden ist, dass 40% der EU-Startups Fake sind, also AI-Startups. Die geben nur vor, AI zu sein, wollen Förderungen, tun eigentlich ganz was anderes. Und das ist deswegen so ein lustiges Beispiel, um den medialen Diskurs mitzuverfolgen. Man, das Ding ist keine Studie, das ist ein 40-seitiges PDF. Das heißt, wenn Sie jetzt ein Ctrl-F drucken und Austria eintippen, es kommt genau 5-mal vor in dem ganzen Dokument, nämlich in dem Kontext per capita Top 5 in Europa. Überproportional großer Anteil an Deep-Tech-Unternehmen, generell pulsierendes Ökosystem. Und deshalb, ja, weiß nicht, das hängt sehr viel mit unserem Selbstbild zusammen, wie wir auch gesehen werden wollen. Also es hat schon einen Grund, dass Qualtinger bei uns bekannter ist als so mancher Erfinder. Und naja, so quasi Zavos brauche ich das Ganze, dann ist es ja so schlecht. Und was Sie hier sehen, das ist jetzt, das hat eigentlich so ein Hobbyprojekt von mir gestartet. Die letzte Japan-Anekdotik für Sprechs. In Japan ist es so, die Japaner tun sehr akribisch alles dokumentieren. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, welche Zulieferer für welche Komponenten sitzen wo, dann gehen Sie einfach in die Bibliothek von dem jeweiligen Branchenverband, fotografieren das Ganze ab. Das sind im Prinzip gelbe Seiten, wo eine ganze Redaktion dabei sitzt, dass die aktuell gehalten sind. Wie 2016 nach Österreich zurückgekommen bin, habe ich mir gedacht, es wird eigentlich interessant zu wissen, wie ist das mit AI oder KI, wie die Steirer sagen. Und natürlich gibt es nirgends irgendwas aufgezeichnet, schon gar nicht dezentral, es sind immer so Punktwolken. Und so ist das Ganze, hat eigentlich als Spreadsheet gestartet, mittlerweile ist es ein Logo Picasso, also es wird eigentlich auch immer größer. Zu sagen, dass sich in Österreich nichts tut, fällt schwer, wenn man sich das Ganze anschaut. Und vor allem auch, was eigentlich besonders erfreulich an dem Ganzen ist, wir clustern das oben nach Firmen und Startups, also quasi ist am Markt, um damit Geld zu machen. Wir haben aber auch extrem viele auf Universitäten. Also der Bereich, wo ich AI lernen kann, ist massiv gestiegen. Das waren vor ein paar Jahren, waren das 3 Unis. Mittlerweile kann überall Data Science oder Deep Learning machen. Research sowieso, aber auch die öffentlichen. Gut, da sitzt der Vertreter schlechthin heute da. Also es tut sich extrem viel. Ich hoffe, dass der Vortrag heute ein bisschen dazu beigetragen hat, das Selbstbild zu ändern. Und auch, dass wir aus dieser Technik-Opferrolle rauskommen, vor allem wenn es um KI geht. Gut, dann besten Dank für die Aufmerksamkeit. Tomaten dürfen geworfen werden. Clemens, für den schönen Übersichtsvortrag. Schritten und es wurden auch 2 Fragen gestellt. Seid mir böse, wenn wir Fragen erst zum Schluss zulassen. Ich glaube, das ist besser, weil dann bitte. Es ist. Achso, ich habe meins. Okay. Ja. Ich habe auch meins. Ja. Du kannst eine Frage kriegen. Genau, so, dann gehen wir weiter. Ja, und kurz eine Vorstellung. Das ist der Sindre Wimberger. Er wird als Botvater des Wienbots bezeichnet. Er ist Service Designer und Produktentwickler für die Stadt Wien. Und er wird uns diese Wien-App vorstellen. Und ich habe gestern ein bisschen herumgespielt mit dieser App und wollte wissen, was sie ist. Und da in dem Slide steht drinnen, Geburtstag, da glaube ich, da musst uns du nur erklären, was das für eine Nummer ist. Die Eltern, da bist auch du erwähnt. Ja, also, ich glaube, das brauche ich nicht erklären. Ich weiß es nicht, vielleicht kommt irgendwer aus dem Publikum drauf. Und der Bot liebt Palatschinken zum Essen. Und wie der ganze
Bot funktioniert, das erklärt uns jetzt der Sindre und was die KI nämlich in dieser Anwendung auch zu suchen hat. Oben auch. Dritter. Nein, dazwischen. Du sagst das. Ah, okay, das war. Okay, funktioniert im Browser nicht so optimal, aber wird schon funktionieren. Ja, wie gesagt, Stadt Wien. Ich darf heute beim Wienbot sprechen. Ich persönlich glaube, KI sollte unser Leben besser und einfacher machen. Und der Wienbot ist für mich ein Beispiel dafür, wo das quasi so eingesetzt wird. Der Wienbot ist eine App, gibt es für iOS, Android. Im Wesentlichen ist es so, dass Sie quasi die App installieren und Sie fragen Ihr Handy eine Frage zu Wien und bekommen eine direkte, einfache Antwort. Das ist im Wesentlichen das, was der Wienbot tut. Und das, was technisch dahinter steht, ist quasi mit Spracheingabe, natürlicher Sprache, KI, die quasi die Auswertung macht und diesen direkten Antworten macht man quasi Informationen viel einfacher zugänglich für alle. Und ich beginne die Geschichte vom Wienbot mit einer Geschichte von meiner Mutter, wie viele guten Geschichten von der Mutter beginnen oder mit der Mutter beginnen. Und zwar ist es so, dass meine Mutter auch schon älter ist und die hat immer Schwierigkeiten mit dem Tippen am Smartphone und dann habe ich irgendwann so gesagt, ja, warum nutze ich nicht einfach die quasi Spracheingabe am Handy, weil die ist ja quasi dabei und dann hat sie es einfach einmal ausprobiert und sofort für sich gesehen. Funktioniert super und ab dem Moment hat sie eigentlich fast nur noch Spracheingabe genutzt. Also quasi, und das Spannende bei ihr vor allem ist noch dazu, sie ist eigentlich Norwegerin und kann quasi, wenn sie die Tastatur wechselt, dann wechselt sogar die Spracherkennung. Also im Wesentlichen schreibt sie mit ihren norwegischen Freundinnen, spricht sie Norwegisch und mit ihren deutschen Freunden, Freundinnen spricht sie Deutsch und das wechselt sie einfach hin und her und für sie ist es quasi ganz normal geworden. Und dann hat sie mir irgendwann erzählt, ihre Freundinnen in Norwegen haben mir plötzlich zurückgeschrieben, warum schreibst du plötzlich so schnell? Und sie hat gesagt, ich schreibe gar nicht mehr, ich spreche eigentlich mit meinem Handy. Ja, und ich glaube, das zeigt sehr gut das Potenzial von Spracheingabe. Und wenn wir von Spracheingabe reden, dann wird es ganz spannend, weil ab dem Moment, wo ich nicht mehr tippen muss, bin ich auch bereit, eigentlich plötzlich wieder in ganzen Sätzen zu sprechen, mehr einzugeben. Wenn nicht wie bei Google drei Wörter, weil es mir zu mühsam ist, sondern weil ich quasi eigentlich gewohnt bin, in ganzen Sätzen zu sprechen. Wenn wir miteinander sprechen, sprechen wir auch in ganzen Sätzen. Und durch diese ganzen Sätze können wir einfach viel mehr Informationen transportieren. Also in drei Stichwörtern ist schwieriger, als quasi in einem ganzen Satz viel Information zu transportieren. Und mit Hilfe der KI, maschinellem Lernen, kann man quasi diese Sätze automatisch, sage ich mal, analysieren. Da kann ich dann quasi rausholen und ich schau mal, ob das funktioniert. Nein. Ich springe gleich zum spannenden Punkt. Also im Wesentlichen kann ich quasi in einem ganzen Satz relativ viel mehr Informationen transportieren und das ist quasi ein Screenshot aus diesem NLU, NLB, maschinellem Lernensystem. Quasi in diesem Satz, wie komme ich um 21 Uhr vom Rathaus zur Geibelgasse 13? Dadurch, dass ich es trainiert habe, erkennt er quasi an der Hand der Satzstellung, dass es quasi die Absicht oder der Intent Routenfrage ist. Und dann kann er noch extrahieren, dass es quasi um 21 Uhr die Abfahrtszeit ist. Die wird dann gleich maschinenlesbar ausgewertet. Rathaus ist quasi der Abfahrtsort und Geibelgasse quasi der Zielort. Und das wird automatisch extrahiert und das kann ich quasi, wird automatisch in die Schnittstelle geschickt und ich bekomme quasi direkt die Antwort. Ich brauche nicht mehr in diesem Formular denken. Ich muss erst den einen Ort ausfüllen, den zweiten Ort und dann muss ich noch die Abfahrtszeit und dergleichen eingeben und dann muss ich vielleicht noch sagen, mit Öffi oder mit Auto. Das heißt, ich erspare mir quasi zum mühsamen Formulardenken, an das wir im Web eigentlich gewöhnt worden sind. Das heißt, mit Spracheingabe, ganzen Sätzen, diesem quasi KI-System, das quasi diese Sätze erkennt, automatisch auswertet, kann ich quasi diese Schnittstellen automatisch befüllen und direkte Antworten auf Fragen geben. Ich hätte es gerne heute live hergezeigt, hat leider in der Demo nicht funktioniert, weil dann ist es noch beeindruckender. Und das wäre quasi dann eigentlich schon direkt die Routing-Antwort, die ich darauf bekommen würde. Und wenn wir dann quasi sagen, jetzt verstehen wir die Fragen so gut, dann ist der dritte Punkt, und der hat weniger mit der KI zu tun, als mit der Frage, wie bereite ich Informationen auf, dann will ich ja eigentlich eine direkte Antwort auf meine Frage bekommen. Also das, was keiner haben will, ist, ich frage ihn quasi, wie bekomme ich einen neuen Reisepass, und dann schickt mir quasi der Assistent zurück, na, da ist der Link auf die Website. Also will eigentlich keiner haben, weil dann kann ich mir das Ganze sparen auch, dann kann ich Google genauso verwenden. Und das heißt, der dritte Teil, der quasi hier eine Rolle spielt, ist, dass wir gesehen haben, für diesen
Kanal Spracheingabe, Chatbot, muss auch der Inhalt komplett neu aufbereitet werden, weil im Wesentlichen ist unser Ziel sozusagen, in 5 Sätzen möchte ich eine Antwort auf diese Frage haben und eben nicht nur auf eine Webseite landen. Das heißt, es ist auch ein aus unserer Sicht großes Content-Projekt, das überhaupt dann quasi diese guten Antworten möglich macht. Ja, und ich würde jetzt einfach noch ein paar Beispiele herzeigen, was der Wimbot kann. Also Riesenthemen sind zum Beispiel Parken. Also ich kann fragen, wie lange gilt die Kurzparkzone in Simmering, und dann kriege ich quasi direkt diese Antwort. Das ist etwas, was sehr oft bei der Stadt gefragt wird oder auch auf unserer Webseite gefragt wird. Das ist das, wo ich bei Google, wenn ich es eingeben würde, eine Suchmaschinen- oder eine Ergebnisliste bekommen wird mit lauter Links, die ich anklicken kann. Aber die wesentliche Information Montag bis Freitag, 9 bis 19 Uhr, steht eigentlich nicht direkt da. Und dann, und das ist also auch nicht unspannend, ich kann halt dann quasi in dieser App auch sehen, da gibt es noch viel mehr zu dem Thema, da kann ich dann gleich draufklicken, ohne extra eine Frage stellen zu können, wie ist das allgemein mit Kurzparken, sondern was kostet denn Parken, es gibt Handyparken und dergleichen. Also ich kann da quasi kontextuell noch weitere Informationen hinzufügen. Genau. Senabus, wie kann ich helfen? Wunderbar, funktioniert sogar. Also in dem Fall, das ist die Stimme, also wenn ich mit ihm spreche, dann spricht der Wimbot zurück, wenn ich tippe, dann schreibt er nur zurück, also das ist quasi so das User Interface. Wir haben auch eine eigene Stimme, also die ist nicht die von Alexa oder Siri, sondern die ist zumindest etwas wienerischer, hat ein bisschen mehr Persönlichkeit und wurde quasi extra für Wiener.de, für die Website, Vorlesefunktion entworfen, und die haben wir auch beim Wimbot eingesetzt. Das heißt, man kann einerseits sprechen, wir haben aktuell in der App ungefähr 25% aller Anfragen kommen bei Sprache, das ist ungefähr ein Viertel aller Anfragen, sehr konstant seit Anfang an, auch für iOS, Android relativ gleiche Werte, und das ist aus unserer Sicht auch das Riesenpotenzial, weil eben durch diese Spracheingabe die Satzstellungen besser werden und damit auch die Antworten besser werden. Der Wimbot hat auch quasi so Fragen wie, kann ich, oder ist hier Kurzparkzone, kann ich hier parken, all diese Varianten, die wir dann trainieren. Also das maschinelle Lernen ist ja so, dass ich quasi immer weiter Trainingsdaten hinzufüge und, wie der Clemens ausgeführt hat, eigentlich das System dann irgendwann die, sag ich mal, 10., 11. Variation selber erkennt, weil es quasi anhand der bisherigen Trainingsdaten erkennt, das müsste eigentlich dieselbe Fragestellung oder dieselbe Antwort sein. In dem Fall beim Wimbot sieht man, wir haben auch eine Kartendarstellung, also ich habe auch quasi Zugriff auf, sozusagen in dem Fall textlich vielleicht nicht die beste Antwort, sondern ich sehe quasi auf der Karte, wo stehe ich, wie lang gilt denn die Zone, welche Farbe hat die, und kann daraus quasi für mich ablesen, ich brauche hier einen Parkschein. Routing ist auch ein super spannendes Thema, weil wir haben die Erfahrung gemacht, wenn wir mit der App irgendwie hinausgehen und sagen den Leuten, wir haben einen Sprachassistenten von der Stadt und was wollen sie die Stadt fragen, dann kommt meistens die Leute so, ich wüsste nicht, was ich die Stadt fragen will, ich bin eigentlich froh, wenn ich mit der Stadt wenig zu tun habe oder wenn ich meinen Anzug dann schnell erledigen kann, sage ich jetzt mal. Ja? Das ist ein spannender Kontext für uns, weil, und wenn wir ihnen dann 5 Beispiele zeigen, vom Parken angefangen bis Routing, dann erkennen die Leute eigentlich sofort den Nutzen für sich und dann sagen sie eigentlich relativ schnell, na, warum habe ich nicht früher gewusst, dass es das gibt, das ist eigentlich wirklich sinnvoll. Und gerade auch ältere Menschen zum Beispiel, wir waren bei diesem Walter-Projekt mit Senioren, die quasi so Technik ausprobiert haben, die haben gesagt, das ist für sie super, weil eigentlich Google ist für sie extrem kompliziert, weil man eingeben muss und dann kriegt man eine Suchergebnisliste und dann weiß man erst wieder nicht, wo man draufklicken soll. Und dieses, ich spreche und kriege direkte Antworten, ist gerade für diese Generation ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Also hier sieht man quasi die Routing-Information, da könnte ich dann auch draufklicken, komme quasi auf diese Kartenansicht, wie man es halt von Google und Co. auch kennt. Also das ist schon sehr relativ interaktiv. Spannend vielleicht noch, weil wir es vorher gesehen haben, in der Sprache kann ich halt mehr Informationen noch dazu transportieren. Ich kann dann sagen, wie komme ich um 21 Uhr von der Oper zum Rathaus. Ich könnte dann auch die Variationen machen, wie komme ich mit dem Auto. Dann kriege ich ein Auto-Routing-Antwort. Also diese Variationen ermöglicht maschinelles Lernen und wir sind alle trainiert. Wir sind so nicht gewohnt, sie so zu fragen, weil wir nicht gewohnt sind, dass der Computer, der Sprachassistent solche Antworten gibt. Auch ganz spannend ist die Abfahrtszeit. Ich kann dann fragen, wann fährt die nächste U-Bahn, wann fährt die nächste BIM, wann fährt der nächste 66A. Dann ist das immer der aktuelle Standort. Ich könnte aber auch sagen, wann fährt der nächste 66A Nähe Liesing. Ja, dann würde ich quasi gleichzeitig einen Ort mit übergeben und die KI weiß, ich will ihn nicht quasi von meinem aktuellen Standort, sondern ich will ihn eigentlich vom Ort Leasing und kann quasi den Ort einschränken und mir andere Abfahrtszeiten von den Stationen dort geben. Dann haben wir die ganzen Themen Service. Ich nehme gerne das Thema Schlüssel, weil wenn man Google fragt, ich habe meinen Schlüssel verloren, dann kommt eigentlich die Antwort, lauter Aufsperrdienste.
Das ist quasi die kommerzielle Antwort auf die Frage, ich habe meinen Schlüssel verloren. Aus Stadtsicht ist die eigentliche Antwort, wenn ich es verloren habe, möchte ich es vielleicht mal wieder finden. Das heißt auch nicht, dass ich meine Tür aufsperren will. In dem Fall ist die Antwort Online-Fundamt, da kann man sich online informieren, bevor man überhaupt hingehen muss. Unten sieht man dann noch, da kann man vielleicht Verlustanzeige, braucht man noch. Die Stadt hat auch eine Antwort auf die Frage, wenn das Tier entlaufen ist. Also das ist das, was ich auch vorher gesagt habe. Die Leute erwarten sich von der Stadt viel weniger Antworten, als sie eigentlich bereit ist zu geben. Also unsere Themengebiete sind ganz breit von Pilzberatung beim Marktamt, am Naschmarkt einmal die Woche, wo man sich seine Pilze anschauen lassen kann, ob sie nicht giftig sind. Wüssten die wenigsten, würde niemand auf die Idee kommen, die Stadt zu fragen, aber sie hätte einen Service dazu. Es ist leider so. Also diese Erwartungshaltung an die Stadt ist eher, ich möchte wenig mit ihr zu tun haben und wenn es sein muss, dann hoffentlich wenig Aufwand, was den Behördenweg betrifft. Und ganz viel Öffnungszeiten, in dem Fall ist es quasi das Gänsehäufel mit Eintrittspreisen, Öffnungszeiten, ich meine, das ist jetzt Sommerbad, aber auch die anderen Bäder sind drinnen. Dann haben wir ganz viel Hotlines, also er schickt einem quasi auch zur richtigen Telefonnummer, wenn es darauf ankommt. In dem Fall haben wir eine Antwort, was mache ich beim Sonnenbrand? Ja? Eigentlich müsste es vielleicht nicht unbedingt ins Krankenhaus gehen. Das ist die 1450, das ist die Gesundheitsberatung, 24 Stunden besetzt vom medizinischen Personal. Rufen Sie doch vorher dort an, bevor Sie ins Krankenhaus gehen und die werden Ihnen hoffentlich sagen, dafür brauchen Sie nicht unbedingt einen Arzt, sondern da reicht auch was anderes. Genauso gibt es aber ganz viele Variationen in der Frage, also zum Thema Fieber genauso eine Antwort und dergleichen. Und da sind wir im ganzen quasi Gesundheitsbereich, da sieht man dann unten, wir haben alles zum Thema Ärzte, Ärzte, Funkdienst, Zahnärzte, Rettung, Apotheken, Nachtapotheken, also Sozialbereich, Gesundheitsbereich ist ein Riesenthema und ist eigentlich jetzt nicht quasi Kernmagistratsverwaltung, sondern vielleicht eher der KV, der auch zur Stadt gehört. Wir sind schon so, dass wir eigentlich versuchen, alle Antworten zu geben, weil auch die Leute oder die Wienerinnen und Wiener unterscheiden ja nicht, ob die Wiener Linien jetzt ein ausgelagertes Unternehmen sind oder Magistrat sind, sondern am Ende ist es alles Stadt und ich möchte eine Antwort darauf haben. Und wir haben auch auf die Frage Finanzamt eine Antwort, obwohl es eigentlich eine Bundesverwaltungslösung oder Leistung wäre. So gesehen orientieren wir uns ganz stark an dem, was die Leute fragen und versuchen eine Antwort darauf zu geben als Wien. Und das ist nicht nur die Verwaltung. Ja, wir haben natürlich auch die Amtswegegeschichte, also hier sieht man gut, was ist das Wichtigste zum Reisepass. Die meisten Leute werden wahrscheinlich eine Verlängerung brauchen, da brauche ich eigentlich nur wissen, was kostet, was brauche ich für Unterlagen und wo bekomme ich es. Ja. Es gibt natürlich dann ganz viele Spezialfälle, die versuchen wir aber im Wienbad jetzt nicht direkt zu beantworten, weil sie so speziell sind, dass sie für die meistens 90% das viel zu komplex machen. Also wir haben auch auf unserer Webseite gelernt, die Amtswegeseite wurde irgendwann erstellt und dann hat man jede mögliche Ausnahme hinzugefügt und jemand, der eigentlich nur seinen Pass verlängern will, der denkt sich dann, das ist aber schon sehr kompliziert, einen Reisepass zu verlängern, obwohl für ihn eigentlich, sag ich mal, 90% der Information nicht relevant ist, weil er nicht zu den Ausnahmen gehört. Also der Wienbot gibt eher so, sag ich mal, den Standard-Use-Case, nämlich ich möchte eigentlich verlängern. Und das ist die wesentliche Information, die ich dafür brauche. Im Übrigen gibt es zum Thema Reisepass, kann man sich einen Passtermin reservieren. Es gibt Online-Wartezeiten, die man sich anschauen kann. Also auch darauf wird hingewiesen. Wir haben auch alle Veranstaltungen der Stadt, also zumindest das, was in unserer Veranstaltungsdatenbank eingetragen ist. Ich kann fragen, was spielt in der Staatsoper? Wann ist die nächste Messe? Wo ist ein nächstes Faschingsfest? Kann man quasi alles fragen und kriegt quasi so live aus unserer Veranstaltungsdatenbank die Antworten. Wenn man dann da draufklickt, kommt man quasi auf die Webseite. Und dann haben wir auch all unsere Geodaten. Die Stadt hat ja einen relativ großen Bestand an Geodaten dem Wienbad beigebracht. Das ist quasi so wie Google Maps mit Sprachsteuerung, nur das ist quasi Stadt Wien-Daten sind. Also ich kann ihn fragen, wo kann ich mein Fahrrad abstellen und ich kriege die nächste Fahrradabstellanlage. Das sind diese Bügel. Ja. Auch hier gibt es Variationsmöglichkeiten. Ich könnte sagen, wie komme ich zur nächsten Fahrradabstellung, dann kriege ich das Routing. Also die Fragestellung unterscheidet die Antwort oder welche Antwort ich bekomme. Ich könnte auch fragen, zum Beispiel, was wir auch drinnen haben, ist, wie lange brauche ich zum Rathaus? Dann würde mir quasi die Zeit ausrechnen, die Routing-Server zurückbringt. Nur um zu zeigen, die Sprache hat ganz viel Variation, die das ermöglicht. Mobilität, ich könnte fragen, wo ist das nächste öffentliche WC, wo ist der nächste Kinderspielplatz, wie komme ich zum nächsten Kinderspielplatz. Es sind auch alle Hundekot-Sackerl-Spender drinnen, die Stadt erfasst. Wir haben alle Altpapiercontainer, Glascontainer, also das zeigt, was die Stadt eigentlich an Informationen hat, machen wir darüber zugänglich.
Wir haben auch das komplette Mist-ABC, also ich kann fragen, wo kann ich das Gurkaglas entsorgen, in dem Fall relativ klare Antwort. Es gibt Antworten, die dann vielleicht nicht immer so klar sind, also wo kann ich mein Trinkglas entsorgen, das wäre in dem Fall nicht der Glascontainer, sondern der Restmüll, weil nur bestimmte Glassorten da hineingehören, also es ist nicht immer so einfach, wie man vielleicht im ersten Moment vermuten würde. Man kann sich dann unten gleich weiter quasi informieren, was gehört eigentlich alles in Weiß- und Buntglas, vielleicht will ich was zum Mistplatz wissen und dergleichen. Und dann eher so ein bisschen in Richtung Persönlichkeit. Man kann ihm auch einfach nur Emojis schicken, ja, das ist bei den jungen Leuten dann beliebt. Dann quasi, er kann auch auf, glaube ich, 500 Emojis eine Antwort geben. In dem Fall ist es das Sackerl fürs Gackerl, weil der Softeishaufen mit Augen, glaube ich, heißt er, diese Antwort gibt. Und dann diese ganze Persönlichkeitsgeschichte. Also ich kann im Wimbot fragen, wie heißt du, was ist dein Lieblingsessen? Also das ist dann eher für die jüngere Generation, die das quasi als Chat-Plattform sieht und die einfach eine Persönlichkeit sich erwartet. Das war nicht unser Hauptziel am Anfang, das einzubauen. Man hat nur gesehen, die Leute erwarten sich das in so einem Chat, auf so einer Chat-Plattform. Deswegen hat er auch quasi auf die Frage, erzähl mir einen Witz oder wie alt bist du, eine Antwort. Also ein bisschen, sage ich mal, eher Smalltalk, wie es sogar auf Englisch heißt. Und vielleicht auch ganz wichtig, Datenschutz kann er selber beantworten. Im Wesentlichen ist es so, dass wir keine personenbezogenen Daten speichern. Wir haben uns entschieden, dass einerseits aus der DSGVO, aber auch aus der Sicht, dass wir gesehen haben, wir brauchen keinen Personenbezug, um besser zu werden, um das Machine Learning zu trainieren, um die KI zu trainieren. Das heißt, wir haben keinen Gesprächsverlauf. Jede Frage ist im Wesentlichen im Moment eine neue Frage. Und anonymisiert reicht eigentlich die Fragestellung, die wir speichern und die wir nutzen, um die KI zu trainieren. Das heißt, wir speichern. Entschuldigung? Und die Lokationsdaten wahrscheinlich. Nein, die speichern wir gar nicht. Also, die werden zwar für die Schnittstelle gebraucht in dem Moment, aber werden nicht gespeichert. Also hat für uns keinen, wie gesagt, erstens aus DSGVO-Gründen und weil wir das bei der Stadt ja sowieso immer sehr ernst nehmen, das Thema, aber auch weil es uns keine Verbesserung bringen würde. Also aus den Gründen. So gesehen eigentlich sind sie bei uns auf der sicheren Seite, wenn man es jetzt mit Alexa, Google oder Co. vergleicht. Ja? Abgesehen davon, dass es eben auf den Stadt-Wien-Server und in Europa läuft. Die Sprachauswertung basiert aber schon am Server. Ne? Das ist eine berechtigte Frage. Also das ist einer dieser Knackpunkte bei Sprachtechnologie. Also die App verwendet optional, wenn man möchte und die Spracheingabe nutzen will, die am Betriebssystem. Einerseits ist es eine Siri, auf Android ist es Google. Da muss man gerade extra freigeben, die Berechtigung dafür. Es hat den Grund, weil sie die beste ist. Die wird ja auf die eigene Stimme trainiert und funktioniert einfach am verlässlichsten. Das, woran wir arbeiten und wo wir auf der Suche sind und wo wir schon ein paar quasi Versuche gestartet haben, ist zu sagen, wir hätten auch gerne die Spracherkennung, Speech-to-Text, On-Premise, DSGVO, Europa und dergleichen. Da ist nur wieder eins dieser Punkte, wo man sieht, es gibt neben Silicon Valley, Global Player, wenig Unternehmen, die das so in der Qualität anbieten können wie Google und Co. Das heißt, die Tests, die wir bisher gemacht haben mit den paar Anbietern, die es gibt, sind halt einfach nicht so gut, wie sich die Leute erwarten würde heute von einem Sprachassistent. Das heißt, da sind wir sehr auf der Suche und in der Hoffnung, dass KI, die ja, wo die Entwicklung ja quasi exponentiell immer besser wird, wo wir hoffentlich irgendwann zu dem Punkt kommen, wo wir das quasi auch, sage ich mal, datenschutzkonform oder Datenschutz, so wie wir es uns vorstellen würden, direkt anbieten können, ohne dass wer mithört. Ja. Wobei, wenn man das nicht möchte, kann man tippen, dann ist man auf der sicheren Seite. Ich sage nur dazu. Und vielleicht zum Abschluss noch, das ist das, was wir letzten Sommer gestartet haben. Wir haben uns gedacht, das sind jetzt kurze, einfache Antworten. Es wäre doch spannend, mal zu experimentieren und zu sagen, kann man das nicht quasi mit KI und automatische Übersetzung eigentlich in mehreren Sprachen anbieten. Und deswegen haben wir dann gesagt, wir probieren es einfach aus. Und seit Sommer kann man auch auf Englisch mit ihm sprechen. Da wird dann quasi, wenn ich was eingebe, live in Deutsch übersetzt. Dann wird das Deutsche in das Machine Learning geschickt. Die Antwort wird live wieder zurück ins Englische übersetzt. Funktioniert aus unserer Sicht sehr gut. Wir haben viel Zeit in die Qualitätssicherung investiert. Das ist nicht nur, wir schmeißen irgendwas in eine Schnittstelle, sondern haben mit den Kollegen aus dem Übersetzungsdienst uns alle Antworten angeschaut und haben gesagt, okay, da gibt es ein paar Probleme und das sind vor allem so wienerische Begriffe. Ich kann ein Beispiel bringen. Beispiel wäre Mistplatz. Das ist dann der Crap Place übersetzt. Ja? Also
macht nicht so ein gutes Bild, bringen Sie es zum Crab, please. Ja? Also so gesehen, das, wir machen eine Art Vorübersetzung. Also wir haben uns entschieden, wir machen ein Wienerisch-Hochdeutsch, um das dann in die Übersetzung zu schicken, weil es einfach ein viel besseres Ergebnis liefert. Also da muss man mehr tun, als man vielleicht glauben würde, weil das Wienerische halt doch sehr viele Spezialbegriffe hat. Die Nummerfrage, Gehörlose haben wir beim Satzbau sehr häufig Probleme. Wie habt ihr da Erfahrungen gemacht? Jetzt auf Englisch oder? Nein, genau. Deutsch, auch auf Deutsch, okay. Weil ja oft gebrochen Deutsch gesprochen wird, auch der Bequemlichkeit halber, ja, das hat ja auch ähnlich wie beim Tippen. Also einerseits kann man das sehr gut trainieren, also man muss nicht immer, also der Wienbot kann auch mit nur zwei Wörtern schon eine Antwort geben, weil er quasi so trainiert ist. Mhm. Und auch diese eher nicht deutschen Satzstellungen kann man sehr gut trainieren, dass er auch mit denen klarkommt. Das ist die eine Komponente. Die andere ist, dass wir bei den Antworten versuchen, ja eh es nicht amtsdeutsch, nicht so, sage ich mal, als juristischen Text zu sehen, sondern eher möglichst einfache Sätze, einfache Sprache, weil es auch der Antwort hilft, sage ich jetzt mal. Ja. Das gelingt uns manchmal besser, manchmal schlechter, manche Themen sind komplexer, manche weniger komplex. Aber wir auch von Blind oder so haben eigentlich relativ gutes Feedback, weil die ja auf On-Device ja diese Accessibility-Features alle unterstützt werden, wo sich die das quasi eh gewohnt sind, vorlesen zu lassen und dergleichen. Also es erschließt auch Zielgruppen, die man bisher vielleicht nicht so gut erreicht hat. Eine Frage noch, gleiches Thema. Ist diese App geeignet für sehr schlecht sehende oder blinde Leute? Und zwar vollständig oder nicht? Also vollständig, das kann ich selber, glaube ich, nicht abschließen. Da muss man auch tippen oder kann man nur reden? Man kann auch nur reden. Also das kann ich sagen, man kann auch nur reden, man muss nicht tippen. Ich wollte, das ist eine optionale Variante. Das, was es unterstützt, ist natürlich die Accessibility-Features des Smartphones, also auf iOS gibt es ja diese ganzen Features, wo ich den Text größer drehen kann, dann werden die Bubbles größer, ja, und den Kontrast ändern kann. Also die App unterstützt natürlich diese Standard-Accessibility-Features. Und wenn ich nur reden will, dann ist es sogar so, dass ich, wenn ich VoiceOver aktiviert habe, das ist dann der Sprachassistent, der für das Betriebssystem gilt, dann verwendet er nicht jetzt die Wiener Stimme, sondern dann kann man quasi auch direkt über VoiceOver die App nutzen. Also die Wiener Stimme ist ja eher ein Add-on für eher Sehende, sage ich jetzt mal. Das ist die Frage noch so geweiht. Es gibt ja auch den Vorteil in Smartphones, Apps, die dann den Textcontent vorlesen können. Ja, genau, das macht das Betriebssystemebene. Also normal ist es nicht. Da gibt es dieses Programm, ein Hilfsprogramm dazu. Wenn aber die App von sich aus spricht und ich den Text nicht brauche, dann ist das ein konsistentes Bild. Für den Blinden, und das wird fraglich. Genau, also wenn er dann beides braucht, aus meiner Sicht nimmt es auf das Rücksicht. Also wenn VoiceOver, dann wird die VoiceOver-Funktion also deaktiviert die Standardfunktion der App im Sinne von der Wiener Stimme und der Funktion, die hier verwendet wird. Also es wurde auf diese Schnittstellen Rücksicht genommen, wobei, soweit ich Feedback bekommen habe, funktioniert sehr gut. Wir freuen uns immer über mehr Feedback, kann ich dazu nur sagen. Also wir haben es testen lassen von einer kleinen Community, die wir kennen und wo wir quasi so Tests machen. Ja. Aber es ist natürlich nie ein abschließender Test, aus meiner Erfahrung. Ja, und das, was uns auszeichnet, was weder Google noch Amazon noch Siri kann, ist, unsere Antworten kann man teilen. Ja, und weil wir Clemens gesagt, wir sind ja quasi unter Nerds. Der Nerd-Gedanke dazu ist, ich stelle die Frage, wie komme ich um 20 Uhr in die Geibelgasse 13, da wohne ich. Das schicke ich an meine Freunde und alle kriegen live von ihrem aktuellen Standort das Routing, um 20 Uhr bei mir zu sein. Ja? Weil das quasi so smart ist, weil sie ja quasi nur die Frage teilen und nicht die Antwort. Ja? Ist jetzt nicht wahnsinnig häufig genutzt, aber die Idee ist zu sagen, ich kann das quasi auch an Freunde schicken, sage ich jetzt mal. Ja? Allein die Idee ist aus meiner Sicht sehr spannend, weil die Frage ist, ich möchte meistens, wenn ich eine gute Antwort habe, sagen, schicke ich meiner Frau oder dergleichen weiter. Das unterstützt meines Wissens nach keiner dieser Sprachassistenten oder anderen Assistenten. Ja, wingv.at/bot wäre quasi die Seite, da kann man den Download-Link finden, oder den App-Store zu den unterschiedlichen. Ja, wie gesagt, Themen sind noch viel, viel breiter, als ich jetzt gerade vorgestellt habe. Und ja, würde mich freuen über Feedback. Über Android und Web. Und Web. Okay. Kein Windows-Phone. Okay, also es gibt Web, der dann Fallback war. Okay. Für alle zu bringen. Wie können andere Städte das verwenden?
wir sind mit vielen Städten, wir sind mit Linz, mit Graz schon zusammengesessen. Aus unserer Sicht, der Hauptaufwand ist neben der Frage des Trainings der NLU und der künstlichen Intelligenz, ist im Wesentlichen die Frage, diese Antworten so aufzubereiten, dass sie kurz und einfach sind. Und das ist da, wo die meisten insofern scheitern, weil sie die Ressourcen nicht dafür aufbringen wollen, nicht haben. Weil sie gehofft haben, ich baue einen Chatbot-Assistenten und zahle einer Firma, die KI macht, dafür das zu tun für mich. Und die können das auch meistens relativ gut, weil NLU zu trainieren ist mittlerweile, und gibt es ganz viele Anbieter, ist relativ überschaubar im Aufwand. Das geht mittlerweile sehr, sehr gut und sehr, sehr einfach. Das, was die KI noch nicht kann, Stand heute, ist, die gute, einfache Antwort zu schreiben. Das ist noch menschliche Arbeit, also da ist menschliche Intelligenz hinter diesen Antworten. Und deswegen gibt es das quasi nicht eins zu eins übertragbar, weil die Antwort zum Parken ist in Graz eine andere als in Wien. Also ich kann ich nicht einfach, selbst wenn ich sagen würde, ihr könnt sie gern haben, aber sie wird euch wenig bringen, die Antwort. Und daran ist es aus unserer Erfahrung bisher meistens gescheitert, weil der Aufwand, diese Information direkt einfach aufzubereiten, ein großer Teil des Ganzen ist und ein großer Teil des Aufwandes ist. Abgesehen davon natürlich, dass auch sowas wie Mistplatz eher ein Wiener Begriff ist als ein. Aber es gab genug Gespräche und Zusammenarbeiten und auch, sag ich mal, Austausch. Also das, was wir schon machen innerhalb der Verwaltung, aber in Österreich machen wir das eigentlich auf vielen Ebenen, ist ja eh, uns auszutauschen, zu unterstützen und zu sagen, so haben wir es gemacht. Wir sagen euch, was wir gelernt haben, was quasi unsere Hauptprobleme waren und wo wir die, sag ich mal, die größten Herausforderungen sehen. Und die meisten sagen dann nachher, okay, wusste ich nicht, aber ich wüsste jetzt nicht, wer die Antworten schreibt. Das ist eine Ressourcenfrage für die meisten Verwaltungen, sage ich jetzt mal. Ja, auch die Daten wahrscheinlich zu bekommen, weil es schaut in jeder Questenstadt dann anders aus. Und das ist eben also deswegen sage ich, unser Fokus ist auch Wien. Also wir sagen, wir machen es für Wien. Ja? Und als Vision wollen wir alles zu Wien beantworten. Und wir sehen das eher so als, wir haben mit der Verwaltung begonnen, aber eigentlich könnte man auch als Gesellschaft sagen, wir haben Antworten zu Wien und könnten quasi sagen, warum nicht, wenn ich mein Zuhause verlasse. Also der WinBot ist kein Smart Home Device, der mein Licht steuert, zu Hause steht, sondern der WinBot ist der Smart City Assistent, den ich verwende, wenn ich mich in der Stadt bewege, ja, und von der Stadt was wissen will. Und ich bin der Meinung, wir als Gesellschaft, wir als Wien, als Stadt Wien, haben eigentlich die besseren Antworten als alle anderen, weil die großen Global Player, von denen wir immer reden, das sind Technologiekonzerne und die können eins gut, KI nutzen. Aber sie schreiben alle keine Antworten und geben die Antworten nicht, außer wir geben ihnen die Antworten, indem sie unsere Seite kommen. Also wenn man das weiterdenkt, ist aus meiner Sicht da viel Potenzial drinnen. Ne? Aber da gehört halt auch dazu, dass man sagt, was ist denn die eine Antwort für Wien zum Thema Schlüsseldienst? Ne? Und für mich wäre es die Wirtschaftskammer, die es am besten beantworten könnte, weil eigentlich hat ihre Mitgliedsbetriebe und hat zertifizierte Unternehmen in Wien, die das anbieten, ne? Wo man wahrscheinlich am wenigsten noch abgezockt wird. Ja? Aber da gehört halt auch ein gemeinsames Bekenntnis, man möchte sowas. Also das ist ja schon wieder auf der politischen Ebene. Ja? Also das ja, besteht dann nicht die Gefahr, dass man über kurz oder lang das mit Werbung wieder zugemüllt bekommt, weil man sagt, ja, die investieren da, aber dafür bezahlen sie es, aber dafür dürfen sie auch Werbung machen. Schlüsseldienst, Beispiel. Ja. Man kann nie irgendwas ausschließen, also das kann ich jetzt hier nicht. Ich habe immer das Gefühl, es wird fast alles auf dem Altar der Werbung geopfert. Also wenn man es jetzt aus dieser, und aus meiner Vision wäre es ja etwas, eine transparente, offene Plattform, wo es nachvollziehbar für alle ist, warum kommt diese eine Antwort, ja, und wo jeder was dazu beitragen kann. Das ist ja nicht quasi etwas Geschlossenes wie bei Google, die Blackbox, die einen Algorithmus hat, den keiner nachvollziehen kann. Dann wäre es für mich bei den Schlüsseldiensten ja nicht, ich sage einen Schlüsseldienst, der kommt, sondern ich sage, das ist die Webseite der WKO, wo die offiziellen Betriebe sind, suchen Sie sich einen aus. Und ich glaube, da hätten wir alle nichts dagegen und wenn man auf dem Level bleibt, dann ist die Gefahr nicht so groß. Wenn man sich quasi auf bestimmte, sag ich mal, ein Unternehmen dem anderen bevorteilt, dann wird es natürlich schwierig und das wollen wir wahrscheinlich alle nicht. Also ich stelle mir das als irrsinnig tolle Anwendung für den zukünftigen österreichischen Verkehrsverbund vor. Da sage ich beim österreichischen Verkehrsverbund und egal wo ich bin, sage ich, wie komme ich von da nach dort? Absolut. Öffentlichen Verkehrsmittel. Aber solche Uhrzeitpreis, was auch immer. Was es nur auf das bescheißt, da gibt es ja schon etliche Apps. Ja, und das ist gar nichts, das war so was Neues. Ich schon mal, wie die funktionieren. Ja, natürlich. Du möchtest doch die
ungern gegen uns. Und es gibt noch einen Vortrag und ich schlupfe jetzt von der Moderatorenrolle. Danke, Sindre, für den von der Moderatorenrolle in die Vortragendenrolle. Und ich habe das auch noch nie gemacht. Das ist das erste Mal, dass ich mich selber vorstelle. Soll ich dich vorstellen? So. Aber ich glaube, ich schaffe es. Also das bin ich. Ich habe Biologie, Physik studiert, war die letzten 15 Jahre am Ludwig-Boltzmann-Institut für Osteologie in der Knochenforschung tätig. Habe dann mich entschieden, dass ich aus der Wissenschaft ein bisschen aussteige, bin aber dem Knochenfeld treu geblieben und arbeite jetzt als Produktmanagerin bei Image Biopsy Lab. Das ist ein AI-Unternehmen, das am Clemens seinem Board ist und das ist ein österreichisches Startup, die mit künstlicher Intelligenz arbeitet. Und ich bin im Vorstand von der Digital Society und aus dem Grund mache ich da heute auch die Moderation. So schließt sich der Kreis. Und wir kommen jetzt von KI, von der KI. So, jetzt muss ich alles. Von der KI über Spracherkennung zur KI Bilderkennung. Ich werde ein bisschen was erzählen über die medizinische Anwendung von KI. Die Firma heißt Image Biopsy Lab, ist ein Wiener Unternehmen, in dem ich arbeite. Und es hat ein ehemaliger Präsident von der größten amerikanischen Radiologie-Gesellschaft hat 2016 schon gesagt, I predict that within 10 years no medical imaging study will be reviewed by a radiologist until it has been pre-analyzed by a machine. So in ungefähr 8 Jahren werden wir dort sein. Unsere Firma ist da jetzt schon angekommen und ist auch schon in Verwendung. Es geht um die Analyse von Röntgenbildern. Jeder Mensch hat irgendwann in seinem Leben schon mal ein Röntgenbild machen lassen und das wird dann von einem Arzt analysiert. Meistens, wenn es irgendwas Tragisches ist, wenn zum Beispiel irgendeine Fraktur passiert, ob man dann einen Gips kriegt, aber es ist sehr subjektiv. Also der Arzt schaut drauf, ein erfahrener Arzt hat sehr viel Meinung, kann zu gewissen Sachen schon mehr sagen, ein junger Arzt hat nicht so viel Erfahrung, kann auch gewisse Krankheiten zum Beispiel übersehen. Und in dieser Analyse hat sich die letzten 100 Jahre nicht wirklich etwas getan. Also in der Detektion von Krankheiten auf diesem Röntgenbild. Und es ist nicht selten, dass drei Ärzte zu drei unterschiedlichen Antworten kommen, was man jetzt hat. Und das kennt jeder. Man geht zu dem einen Arzt, man geht zum anderen Arzt und kriegt zwei Sachen und man weiß dann nicht, was stimmt jetzt, wie tragisch ist es jetzt wirklich. Brauche ich jetzt ein neues Knie oder wenn ich jetzt noch Sport betreibe zum Beispiel, kann man das Ganze noch heilen. So, Image Biopsy Lab ist immer ein sehr motiviertes Start-up und die haben einfach gesagt, sie wollen alles, was mit muskuloskeletalen Bereich, also alles, was mit dem Knochenapparat zu tun hat, was man auf Röntgen bisweilen noch bildlich darstellen kann, zu revolutionieren und den Ärzten eine Software zu geben, die sie in der Diagnose unterstützt und dass der Arzt jetzt halt nicht mehr nur zum Beispiel drauf zeigen muss, und ich zeige dann ein Beispiel, wie das oft passiert, dass ja ein bisschen kleiner geworden oder ein bisschen größer geworden, sondern dass da dann wirklich reproduzierbare Ergebnisse kommen. Die Firma ist 2016 gegründet worden, 2018 wurden, also das Ganze ist eine Softwareplattform,
Plattform, wo unterschiedliche Module für unterschiedliche Bereiche gehostet werden. Darauf komme ich dann noch später drauf. 2018 ist das erste Modul CE zertifiziert worden. Das ist, dass man auf dem europäischen Dachraum dieses Medizinprodukt verkaufen kann. Letztes Jahr im Herbst haben wir einen ganz großen Schritt geschafft. Da wurde unser Modul Koala, alle unsere Module haben Tiernamen, FDA cleared, und mit diesem Zertifikat kann man jetzt in Amerika zum Beispiel auch diese Software bei Radiologen, Orthopäden in Krankenhäusern anbieten. Und das ist natürlich für so ein kleines Unternehmen in Österreich sehr, sehr gut, oder sagen wir mal so, wir sind richtig stolz drauf, dass wir das als Team geschafft haben, weil das ist noch sehr wenigen europäischen künstlichen Intelligenzfirmen haben das geschafft. Und 2020 geht es jetzt los mit der Expandierung Richtung Amerika. Es ist dort jetzt schon eine Firma gegründet worden. Und wir sind ein Startup, und wir müssen dann immer bei unseren Investoren Danke sagen. Der Apex Ventures und AWS Gründerfonds hat in uns investiert, dass wir mehr oder weniger an dem arbeiten können. So, bei uns geht es um das menschliche Skelett. Jeder kennt das aus irgendeinem Schulbuch, wie das ausschaut. Es weiß aber der wenigste, dass der Mensch 206 Knochen hat, offiziell. Es können aber, manchmal sind manche zusammengewachsen, manche sind offen. Also der Mensch kann auch 212 Knochen haben. In der Hand zum Beispiel befinden sich 27 Knochen, in der Wirbelsäule 33 und im Fuß 26. Und da sieht man, wie das Ganze sehr komplex wird. Und wenn man jetzt sich geht und bewegt und durch die ganzen Reibungen, durch das Gewicht, die ganzen Abnützungen, sind natürlich dann immer ändert. Und da gibt es dann sehr viele Krankheiten von diesem Skelettsystem. Auf manche werde ich noch eingehen. Und es gibt jetzt schon vier Module auf dieser KI-Plattform. Das ist das Koala. Das Koala ist für Knie, für Detektierung vor Osteoarthrose zum Beispiel. Banda ist die Hand, das ist Detektierung vom Knochenalter bei Kindern. Dann Hippo ist die Hüfte. Da wird die Hüfte analysiert, und Lama ist das Ganzbein, da werden die ganzen Winkel im Bein und die Länge angeschaut, ob jetzt zum Beispiel der Fuß kürzer ist oder ob irgendeine Fehlstellung im Bein, in den Beinen ist. So, wie wird jetzt zum Beispiel dieses Bild analysiert, oder wie wie wird unsere Software entwickelt? Also wir brauchen mal ganz viele Röntgenbilder. Das sind die Trainingsdaten, das sind zum Beispiel jetzt da oben sind das Handröntgen, die ganz normal bei uns in jeder Praxis aufgenommen worden sind, die man halt kennt, oder auch Kniebilder fürs Koala. Man braucht Experten, erfahrene Ärzte und Wissenschaftler, die natürlich dann auch diese Bilder oder diese Krankheiten auf den Bildern interpretieren können, weil man muss ja irgendwas lernen. Also man muss ja denen irgendwo sagen, okay, da musst du jetzt hinschauen, weil da ist jetzt halt irgendwas anders. Und das zeige ich dann in den unterschiedlichen Modulen, wie das funktioniert. Man braucht die Entwickler, die die ganze Software programmieren und die ganzen Trainingsdaten mehr oder weniger, oder also die Software, das ganze Gehäuse dieser Software zusammenstellen, und auch, dass das Ganze dann auch reproduzierbar dann immer wieder läuft. Und Training, also die Software muss trainiert werden, die kriegt immer wieder Bilder, mit denen sie trainiert und dann besser wird. Ich muss bei uns sagen, also unser KI, wenn sie dann in der Anwendung beim Arzt ist, lernt dann nicht mehr mit jedem Bild, weil wir ja nicht mehr kontrollieren können, ob das jetzt ein gutes Bild oder nicht. Die wird einmal trainiert, kann bei uns nachtrainiert werden, wenn es irgendwelche oder sagen wir mal so zusätzliche Feature, zum Beispiel irgendein anderer Winkel oder irgendeine andere Krankheit auf dem Bild erkennbar ist, dann wird das dazu trainiert. Aber sonst ist das Ganze geschlossenes System.
Wie funktioniert das? Also am besten ist es so, der Arzt und der Patient kriegen von dem Ganzen gar nichts mit. Das Ganze läuft im Hintergrund. Also der Patient geht in die Praxis mit irgendeiner klinischen Fragestellung, er hat zum Beispiel Knieschmerzen, kommt dann dorthin, dann wird das Röntgenbild aufgenommen. In Österreich läuft es dann so ab. Diese Bilder werden dann im BAC-System, mehr oder weniger diese große Serverdatenbank, da werden alle Röntgenbilder oder alle Bilder, die jemals MRT oder sonst irgendwas, die sind im BAC, sind im Patientennamen und zusätzlichen Informationen und werden da abgespeichert. BAC sind nur Bilder und ein paar Informationen über DICOM-Text, das ist so, sind so Nummern und da steht dann der Bodypart zum Beispiel, da steht dann drinnen Knie links, Knie rechts oder Hand, dass das zum Beispiel, dass man weiß, dass das ein Handröntgen ist. Das ist firmenspezifisch oder institutionsspezifisch oder krankenhausspezifisch? Da gibt es unterschiedliche BAC-Anbieter und die stellen dann diese Server auf und warten, die warten diese. Das ist, da gibt es mehrere unterschiedliche. Das ist eine Angst. Nein. Und wenn das bei uns zum Beispiel jetzt so eingestellt ist, weil der Arzt unsere Software hat, dann ist das ein automatisches Vorrouting. Der sieht jetzt zum Beispiel, dass in BAC kommt ein Knie links an, er kennt diesen DICOM-Tag, wird automatisch in unsere Software geschickt, läuft dort durch unsere KI durch. Das Bild wird dann aus unserer Datenbank wieder herausgelöscht, wird nicht gespeichert und der Arzt sieht dann auf seinem DICOM-Viewer, also wo er dann das Röntgenbild hat, daneben, und da sieht man in schwarz, es gibt einen weiß auch, den Report, den man zum Beispiel dann einem Patienten zum Beispiel oder einem Überweiser mitgeben kann mit den Informationen. Und ich zeige euch dann noch nachher, wie das Ganze läuft. Also das läuft mehr oder weniger automatisch, wenn das eingestellt ist, automatisch durch. Und der Arzt kann dann diesen Befund, diesen Report, also anschauen oder weitergeben. So, unsere Produkte haben unterschiedliche Namen. Das ist der Koala, das ist der Knee Osteoarthritis Labeling Assistant zur Detektion von Osteoarthrose im Knie. Und wie funktioniert der Ganze jetzt? Also der wurde so trainiert, dass er als erstes einmal erkennt, er ist jetzt auf dem Röntgen, sind da jetzt zwei Knie oder ein Knie drauf. Dann sucht er sich im Knie oben zwei Felder, das ist JSX0 und das ist zwei Felder, wo natürlich im Knie der Gelenkspalt ist, wo der Knorpel zum Beispiel, der sich ja verändert und wenn man Knieschmerzen hat, dann wird der Gelenkspalt geringer. Und wenn er zum Beispiel reibt oder gewisse Schweregrad oder wirklich Schmerzen hat, dann braucht man überhaupt ein künstliches Knie. Und da gibt es unterschiedliche Werte anhand des festgestellt wird. Das ist der KL-Grad, das ist der Kellgren-Lorenz-Grad, das ist jetzt ein bisschen zu klinisch, aber der geht von 0 bis 4. 0, da ist man noch gesund, da hat das Knie gar nichts. 4 ist ja ziemlich heftig vom Schweregrad der Arthrose. Und da gibt es mehrere Scores und im Endeffekt detektiert jetzt diese KI, wo ist die Oberseite und die Unterseite von diesem Spalt. Dann sucht sie sich, weil das sind ja im Endeffekt auf den Bildern, das sind ja alles Pixel. Und die KI sieht mehr Pixel als der Mensch, also die sieht das genauer. Und sucht sie dann den geringsten Abstand zwischen denen und der wird dann in einen Wert ausgegeben. Der kommt auf den Report. Der Sklerosegrad, das ist, wo sich der Knochen zum Beispiel durch Druck ein bisschen verändert wird, wo die Dichte vom Knochen ein bisschen anders ist. Die Osteophyten, das ist, wenn zum Beispiel jetzt auf der Innen- oder Außenseite, so knöchrige Auswüchse sind, das mehr oder weniger bilden, die erkennt. Das sind die Osteophyten, genau, und dieser Gelenkspalt. Und diese Informationen stehen dann da oben auf dem Report und waren oben natürlich jetzt mit 4, mit Rot, dann ist zum Beispiel jetzt auf dem Knie
muss der Arzt jetzt genauer drauf schauen, weil da ist jetzt halt irgendeine Arthrose, da ist irgendeine Veränderung, da ist das Knie schon krank. Also, und was wir aber auch machen ist, wir geben dem Arzt nur eine Unterstützung. Die letzte Entscheidung hat immer der Arzt. Also wir werden nie irgendeine Behandlungsweise herausgeben. So, dann ist das PANDA, das ist das Pediatric Bone Age and Development Assessment. Das ist die Bestimmung des Knochenalters bei Kindern. Das funktioniert nur bei Kindern. Und man sieht da schon schön, das ist ein 24 Monate altes Kind, wie die Knochen im Hand ausschauen. Also es sind diese Ossifikationszonen sind viel mehr auseinander. Es sind generell weniger Knochen drinnen. Und dann zwischen 5, 10 und 15 Jahren verändert sich dann die Hand. Und das wird dann mit, mit Vergleichsdaten verglichen und dann kann man sagen, weil das Kind hat ja ein Geburtstagsalter, also mehr oder weniger das reale Alter und dann ein Knochenalter und das Knochenwachstum kann ja verzögert oder beschleunigt sein oder normal sein und da unten zum Beispiel ist das ein Report, das Kind ist ein beschleunigtes Knochenalter, wäre ungefähr 8 Jahre, ist vom Knochenalter aber 11. Und was wir auch noch können, das ist eine Formel, die dann eingetragen wird und da wird wieder mit einer Tabelle verglichen. Wenn man vorher eingibt in diesem DICOM-Deck, wie groß das Kind ist, kann man dann anhand von dieser Formel ausrechnen, wie groß das Kind ungefähr wird und wie viel Prozent das von den 100% jetzt ungefähr schon erreicht hat. Also das steht auf diesem Report drauf und da gibt es auch wieder die unterschiedlichsten Krankheiten. Für was braucht man diese Auswertung? Ob jetzt zum Beispiel irgendein Kind, das nicht so schnell wächst, dann zum Beispiel Wachstumshormone braucht, das dann Schub kriegt oder ja, solche Sachen. Also es gibt einige Krankheiten, wo das Knochenwachstum von Kindern verändert ist. Und die dritte Anwendung, die ich noch zeige, das ist das HIPPO, das ist die Hüfte. Das ist die Hip Angle Measurement. Das misst Winkel. Und das sind wieder diese Annotationen, von denen der Clemens vorher gesprochen hat. Also das sieht man da schön, dass man richtig der KI lernt, gewisse Punkte am Bild zu suchen, diese dann zu markieren und anhand von diesen Punkten dann Winkel zu berechnen. Und da sieht man dann zum Beispiel, ob jetzt zum Beispiel der Hüftgelenkskopf, ob der einen richtigen Winkel hat, zum Beispiel, ob da irgendwas passiert ist und ob beim orthograden Dings, ob überhaupt das Becken schief ist, solche Sachen. Und dieses Modul wird noch ausgebaut, also da kommen noch einige Winkel dazu, das sind jetzt einmal 3. Wir haben sehr viele auf der Liste, weil wir müssen ja immer wieder schauen, was sind klinisch relevante Fragestellungen, was braucht der Arzt. Radiologen haben eine andere Fragestellung zum Beispiel als wie Orthopäden. Und das Ganzbein zum Beispiel nimmt dann jetzt einen Teil zum Beispiel von dem Hippo mit diesen Winkelmessungen, auch diese Punkte schon raus und legt dann zum Beispiel über das ganze Bein die unterschiedlichsten Winkel, weil da gibt es dann Winkel, die bemessen, ob man zum Beispiel O-Beine hat oder X-Beine hat. Und das ist ganz, ganz kompliziert und ganz, ganz schwierig oder mühsam, weil das passiert jetzt so, zwar schon digital, da macht der Arzt oder die ERD, macht sie dieses Röntgenbild auf und tut dann händisch einzeichnen. Und je gut oder schlechter man trainiert ist, umso schneller findet man dann die Punkte. Und bei uns passiert das rein, raus, das sind ein paar Sekunden. Und man hat die Ergebnisse. Also das ist ein bisschen so eine Anwendung, wo es hingeht. Die Sachen gibt es dann auch für CT, MRT, Brustkrebs und unterschiedliche Sachen. Wir haben uns aufs menschliche Skelett spezialisiert und unsere Produktliste wird sicher noch wachsen. Also wir haben einige Module in der Entwicklung. Ein paar Punkte, es ist natürlich die Zeitersparnis. Man kann also für Routine Sachen, die der Arzt sonst macht,
machen jetzt mir und er könnte dann mehr Zeit haben für einen Patienten zum Beispiel oder für die wirklich schwierigen Fälle. Wir sind standardisiert, also immer wieder, also ich bin jetzt nicht abhängig, ob da jetzt ein gut trainierter Arzt sitzt oder gerade einer, der gerade aus der Universität rauskommt, sondern die sind immer wieder die gleichen. Es ist automatisiert, es ist userunabhängig, also es muss nicht irgendwer wo was einstellen und dadurch auch reproduzierbar. Und das ist auch wichtig, weil zum Beispiel beim Knie kann man ja in 2 Jahren, könnte man dann wieder hingehen und kann man schauen, hat sich da jetzt wirklich was verändert, ist es schlechter geworden oder in was für Richtung geht das oder wird es schneller schlechter als wie bei manchen. Und dann kann man das zum Beispiel herausfinden. Und da gibt es von unserer Seite auch schon ein paar Studien, weil wir wollen ja auch, dass wir im Alter noch fit mit unserem Skelett aktiv mit unseren 206 Knochen durch die Welt spazieren können. Und ja, und das wäre mein Vortrag. Vielleicht für 1, 2 Fragen haben wir noch. Bitte gerne, für ein paar Fragen haben wir noch Zeit, natürlich. Ja, ich wollte fragen, ein bisschen was, kannst du was erklären zum Thema Trainieren und Nachtrainieren und anhand dieses Hüftrolltests zum Beispiel gibt es ja eine ganze Reihe von Fehlermöglichkeiten, was die AI nicht geschafft hat, den Punkt finden, den Bildschirm. Genau. Ja. Was tut man dann, damit das trainiert wird? Was gibt man dazu, dass das neuer, besser wird? Wie geht das? Dass man einfach mehr Bilder. Mehr, nein, also an dem Bild, das Bild geht nicht. Was tut es dann? Wie trainiert man dann? Oder macht man das so nicht? Neuronale Netze lernen über Standarddaten, damit die Experten möglichst richtig korrigieren und du gibst ihnen mehr und mehr Hilfspunkte. Und je mehr Hilfspunkte, auch je mehr Hüften ich habe, genau, von denen klar ist, dass die Winkelstellung falsch ist, da musst du mir jetzt gerade erkennen, ich bin jetzt in der vorbereitenden Bereich, desto eher kann er über die Fehlerkoeffizienten, über das neuronale Netz lernen und sagen, aha, das ist halt ein besonders schiefer Otto, den müssen wir aussondern und der rennt halt anders. Das heißt, ich gehe mal nicht darauf ein, dass das falsch ist. Ja. Ich gebe ihm einfach nur mehr Daten in der Hoffnung, dass das irgendwann mal so funktionieren neuronale Netze, so wie ein Kleinkind lernt. Genau. Ein Kleinkind lernt über Fehler und Irrtum. Und das ist ein neuronales Netz. Das ist ein Feedback, kriegen wir richtig. Ja, kriegt es ja. Und dann trainiert es das Feedback. Die Experten sind ja weniger, die sind trainieren. Genau. Da sitzen dann Ärzte, die diese Bilder anschauen und sagen, das stimmt. Ja, und sagen, das ist ein Kleinkind. Und das ist ja ein Sagt der Arzt bei der Bewertung, das stimmt nicht, oder sagt, das ist einfach falsch? Es kann sein, dass im Röntgen eine Annotation nicht gefunden wird, und dann ist der Winkel falsch, dann stimmt das Ergebnis nicht. Und dann muss der Arzt halt dann, man sieht es dann sowieso, dass das gleich nicht stimmt. Also es ist... Also ohne die Intelligenz des Menschen, so tief verstanden, ja, es nicht geht. Genau. Kommen wir noch weitere Fragen, ja, weil das Thema können wir noch voll umfassend hier jetzt klären. Ja, gibt es sofort. Bitte. Wo haben Sie die ganzen Röntgenbilder her? Also die Knie zum Beispiel, das ist, da gibt es eine große amerikanische Studie, die Osteoarthritis-Initiative, das ist eine Datenbank, wo diese Bilder frei zugänglich zur Verfügung gestellt sind. Da haben wir uns ungefähr 4.500 Bilder heruntergeladen und mit denen ist das Knie trainiert worden. Es gibt fürs Knie zum Beispiel dann noch andere Studie, die MOST-Studie, wo auch so Knieröntgenbilder aufgenommen wurden, die zum Trainieren hergenommen wurden. Für die Kinderhände zum Beispiel, das war eine große amerikanische Studie mit ungefähr 1.500 Kinderhänden, halb-halb Mädchen und Jungen. Was reicht aus, diese eigentlich geringe Anzahl von Daten, um das System zu trainieren? Ja. Wie viele braucht man ungefähr, um zu sagen, so sagt man, ab 1.000 ist gut oder? Es kommt immer auf die Fragestellung drauf an. Es ist sehr schwierig, diese Trainingsdaten herzubekommen. Und ein großer Punkt ist bei uns, je mehr, umso besser.
Und es ist auch ein Punkt, das ist zum Beispiel jetzt von, und das hat der Clemens zum Beispiel auch wieder gesagt, die AI lernt auch nicht so gute Bilder zu analysieren. Also die sind auch sehr, weil unterschiedliche Röntgen nehmen unterschiedlich auf, die Auflösung ist anders und solche Sachen. Also die KI haben da schon sehr viel, einen großen Spielraum, um diese... Die Diagnose. Ja, ja, klar. Also, nein, nein, klar. Ja, ja, klar. Ja, genau. Nein. Und das ist, das sind die in beiden Experten. Und dann Bilder verwende. Und da quasi nicht der Arzt daneben sitzt und bei jedem Bild sagt, die Diagnose. Das ist eben dieses im Trainingsprozess, diese Annotationen und diese Sachen zu finden, ist immer Arzt dabei. Und es sind bei unseren Studien nicht immer nur ein Arzt, sondern mehrere Ärzte, weil jeder Arzt ein bisschen, der andere macht einen Punkt da und der andere macht ein bisschen woanders. Also es ist, und man muss auch sagen, die KI ist nicht besser wie der Arzt. Wir sehen nur das, was der Arzt sieht. Beziehungsweise, der Arzt bewertet jetzt ja sowieso, weil irgendwann muss er ja irgendein Arzt einen Punkt gesetzt ja, haben. Genau. Und der AI kann ja nur nachher sagen, okay, 3000 Ärzte haben dort den Punkt gemacht. Also wahrscheinlich ist er dort. Genau. Aber mehr kann es auch nicht. Ja. Und es gibt bei uns genauso Bilder, die einfach nicht analysiert werden können. Gibt's. Also beim Klassiker von meinem normalen Netzen trainieren, das ist in der Lehre gebracht wird, Hund, Katze und auf einmal ist eine Maus, dann tut sich natürlich ja. Die KI schwer, was mache ich jetzt mit einer Maus? Je nachdem, wie falsch sie trainiert wurde, sagt sie dann halt, aha, das ist ein kleiner Katz oder das ist ein kleiner Hund. Ja, also wenn man so einen Chihuahua nimmt und dann macht das ja nicht mehr so viel. Und das ist bei uns zum Beispiel... Das ist halt auch, das ist wieder ein Katz. Genau. Nein, und das kann auch bei uns. Bei uns, bei diesen Vorwarten zum Beispiel, in dieser DICOM-Text muss er drinstehen, Knie A, B zum Beispiel. Ab und zu passiert, dass dann zum Beispiel ein laterales Knie reinrutscht und da ist natürlich die Auswertung falsch. Da wird es mit dem Reingrätschen Fußballer genau. Schon immer schwierig. Und noch ja. Eine Frage. Und ein Beispiel nur auch noch kurz. Ja. Unser AI detektiert Implantate. Also wenn in dem Knie ein Implantat zum Beispiel Fall drinnen ist. Frage. Ich glaube, wir sind jetzt. Ja. Ich glaube, wir können eine kurze Fragerunde machen. Eine Frage und eine Anmerkung. Eine Frage an den Import, den Lindberger. So wie ich es verstehe. Oder ich hoffe, er hat das Mikrofon jetzt noch. Ja, ja. Ja, passt. Sehr brav. Weil vielleicht täusche ich mich, weil es eine provokative Frage war. Wo ist der AI-Anteil in der Entwicklung, die von der Stadt Wien da genau gemacht worden ist? Weil, so wie ich verstanden habe, die Spracherkennung läuft über Android Siri. Die Texterkennung wird vermutlich auch über das Betriebssystem laufen. Oder ist die ganze Texterkennung ist antrainiert, unmittelbar von der Stadt Wien? Wie viele Daten hat man da ungefähr drin entwickelt? Das ist das Spannende, ja. Also wir haben vor 3 Jahren begonnen, da war es dann so, dass man uns gesagt hat, du brauchst ganz viele Trainingsdaten, damit du überhaupt zu einem guten Ergebnis kommst. Das heißt, das war eher die Schwierigkeit, sagen, wo kriegst du die Trainingsdaten her? Heute würde ich sagen, ich brauche nicht ganz viele, sondern ich brauche die richtigen. Nämlich falsche Trainingsdaten oder schlechte Trainingsdaten schmeißen den Algorithmus eher zurück. Das heißt, heute ist man viel selektiver, als man es noch vor 3 Jahren war. Da ging es um Masse, heute geht es um Qualität. Also es wechselt, verändert sich total aus meiner Sicht. Der Ansatz von damals war der, also wir haben gewusst, wir haben nicht so viele Trainingsdaten, um einen Chatbot zu bauen, der so gut ist, wie wir ihn uns erwarten würden. Deswegen haben wir ein Modell gewählt, das einerseits Stichworterkennung macht, klassisch, hat wenig mit einer Uhr de facto zu tun, sondern eigentlich klassisches Stichwort-Matching mit großen Thesaurus und dergleichen. Gleichzeitig aber die NLU-Komponente auch genutzt, um sie mitzutrainieren, parallel. Das heißt, wir haben bis heute ein System, das sehr gut auf Stichwörter quasi reagiert, weil es einen Thesaurus hinterlegt hat. Gleichzeitig aber auch die Möglichkeit haben, über komplette Fragen, ganze Sätze, richtige NLU-Auswertungen zu machen. Das heißt, das, was man auf Stichwortantworten bekommt, ist meistens eher die redaktionelle Antwort. Das, was man auf
quasi Sätze oder Satzfragen kommt, ist meistens die Schnittstellenantwort. Da ist dann weniger redaktioneller hin und geht in die Schnittstellen. Also wir haben die Breite eher über Stichworterkennung abgedeckt und die Tiefe, also in die Tiefe Fragen, detaillierte Fragen über die NLU. Und mittlerweile, der Vorteil ist halt, wenn man vor 3 Jahren gesagt hat, wir haben relativ viele Trainingsdaten. Ne? Nur heute, wenn ich eben sage, wir haben viele Trainingsdaten, sage, das interessiert mich eh nicht, weil ich brauche die qualitativ richtigen. Also hätte man vor 3 Jahren gesagt, super, jetzt haben wir endlich viele Trainingsdaten. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt so viel wertvoll wäre. Das, was wir viel gelernt haben, ist einfach die Frage, was fragen die Leute einfach, in welchem Detailgrad fragen sie, weil das Spannende ist, wenn sie in Sätzen sprechen, kriegt man viel mehr die Zwischeninformationen heraus, weil von Google kriegt man im besten Fall eine Auswertung, die sagt, irgendwo hat was zu dem Rathaus gesucht, aber hat er eigentlich die Öffnungszeiten gesucht, hat er die Adresse gesucht, hat er das Stadtservice drin gefunden, den Bürgermeister drin, ist eine, die man über Google ja nicht auswerten kann, weil die dazwischen hängen. Der Chatbot bietet die Möglichkeit zu sagen, ich habe eigentlich einen Kommunikationskanal, wo niemand mehr dazwischen liegt. Das heißt, ich kann viel besser auf die Fragestellungen eingehen, um viel bessere Antworten zu geben. Das heißt, es hilft uns eher, unsere Daten besser aufzubereiten, als dass es rein für die NLU alles notwendig wäre, sage ich jetzt mal. Ja. Also, und jetzt sind wir mittendrin wieder, und das ist das andere Technische, die sind ja nicht kompatibel. Also jetzt sind wir mittendrin wieder mal die NLU mit komplett neuen Systemen umzustellen, weil es halt nicht mehr das, was man vor 3 Jahren steht auf der Art war, sondern jetzt will man was Neues. Ja. Das fängt man eigentlich wieder bei Null an, weil du kannst ja das Trainierte nicht aus einer Blackbox hinausnehmen. Ne. Das ist aus unserer Sicht das Unbefriedigendste, dass es der Vergleich so schwierig ist. Ja. Du trainierst ein System und also du kannst die Trainingsdaten exportieren, aber nicht den Status, den es hat. Und den Ansatz, den wir jetzt versuchen zu wählen, ist ein bisschen mehr in die Vergleichbarkeit zu kommen, indem wir ein System so machen, dass wir es eigentlich bei jeder neuen Version, wir trainieren was dazu, von Null auf trainieren. Früher hat man in die Blackbox hinein trainiert und jetzt trainieren wir jedes Mal von Null. Das heißt, mit allen, ich tue ein Stichwort, eine Fragestellung dazu und trainiere das System von Null. Das heißt, ich habe zumindest eine Vergleichbarkeit von gestern zu heute und weiß, okay, gestern hat es besser funktioniert, ich könnte zurücksteigen, weil ich habe das immer noch nicht in die Blackbox hineinschauen, aber zumindest eine Vergleichbarkeit zu machen. Und auch das ist unsere Erfahrung mit diesen Blackboxes, sie sind sehr unbefriedigend. Deswegen fand ich den Spruch, den du auf der Folie hattest, mit Künstliche Intelligenz ist dumm, ist etwas, was ich sehr lange auf einer Folie quasi verwendet habe, weil es aus menschlicher Sicht vor 3 Jahren so war, dass ich mir gedacht habe, das Ding ist dumm, weil ich frage ihn 3-mal dieselbe Frage, es kommt 3-mal eine andere Antwort von der NLU, weil sie nicht genug trainiert war und sich nicht sicher genug war. Und das ist aus menschlicher Sicht total dumm, weil wenn ich ihm einmal gesagt habe, was ist die Antwort, dann sollte es sich beim nächsten Mal merken. So ist der menschliche Ansatz. Und vielleicht darf ich dazu noch ergänzen, wir hatten ja vor einiger Zeit eine Diskussion auch mit Politikern hier zum Thema Ethik und AI. In unserer Meinung nach ein ganz wichtiges Thema. Ich habe im Regierungsprogramm gelesen, dem wird entsprechend Augenmerk geliefert werden, wir werden die Regierung daran erinnern. Aber die Thematik ist natürlich auch, welche Daten ziehe ich zum Trainieren an. Sind die ethisch so, wie wir sie als Gesellschaft von der Wirkung haben wollen, sprengt heute bei weitem die Diskussion, aber könnte möglicherweise ein Thema für unser nächstes Meeting hier am 25.03. sein, wo du es gleich mal fragst. Ja, das ist ein ganz anderes Thema, sondern betrifft alle vier. Wie beurteilt ihr die Zukunft der künstlichen Intelligenz im Blickwinkel der Klimakrise, der Tatsache, dass künstliche Intelligenz enorm steigernde Bedarf an elektrischer Energie haben und die Energie, die verfügbar ist, ziemlich begrenzt ist und die Wachstumsraten, die wir eben haben, ziemlich mautsam im Vergleich dazu. Wie schaut das aus? Was haben wir für eine Chance überhaupt? Weil überall, es geht in die Gegenrichtung und mit der KI geht es nach oben, aber wie? Es gibt Leier und Dilettanten anfangen und dann vielleicht das Experten weitergeben. Also meine Sicht zu dem Thema ist die, dass A, das Mooresche Gesetz immer noch nicht außer Kraft getreten ist. Also sprich, Moore hatte ich dann nochmal gesagt, dass alle 2 Jahre die Rechnerleistung verdoppelt zum gleichen Preis. Was auch heißt, so annähernd ähnliche Energiekonsumation. Das ist einmal das eine, was ich jetzt als Leier sehen würde, hier im Korrektur. Und das zweite ist, ohne den wird es einfach genau nicht gehen. Punkt. Ende. Meiner Meinung nach die Frage haben, wollen wir AI oder wollen wir nicht, sondern wollen wir mithalten können oder nicht.
Und natürlich werden wir AI einsetzen. Jeder, der heute Handy zum Fotografieren, zur Spracherkennung oder was immer verwendet, verwendet AI, ohne dass er darüber nachdenkt. Aber das ist meine Meinung. Frau Öster, Experten. Zu dir die Antwort. Und wenn die Energie nicht da ist, was tust du dann? Die Frage kann ich. Aber das ist eine ganz andere Diskussion und ich will jetzt. Gehört zu AI? Nein, das gehört nicht zu AI, sondern generell zu unserem Leben als Gesellschaft, wie wir mit Computern umgehen. Und das ist eine Diskussion, wo ich sage, gehen wir zurück in die Steinzeit, werden wir nicht machen, weil mit 9 Milliarden Leuten werden wir das nicht erleben. Aber vielleicht wollen die Experten was dazu sagen. Ja, das war unpraktisch. Das ist witzig, das ist Moore's Law erwähnen, weil das schlagt ja auf zwei Seiten. Sie sind es von der Consumption-Seite, aber dort, wo es ja komplett noch zu stark ist bei der Energiegewinnung, das war eigentlich einer der Aha-Erlebnisse im letzten Jahrzehnt überhaupt, dass Solarenergie mittlerweile die billigste Quelle für Energiegewinnung ist, aufgrund des Preisverfalls bei Solarzellen. Also da sieht man, dass sich das ausgleicht. Das mit dem Energiebedarf stimmt schon, dass das exorbitant explodiert ist. Also wenn Sie an diese Zeitleiste denken, Kotzenbilder 2012 zu erkennen und dann AlphaGo oder mittlerweile AlphaZero am Ende vom Jahrzehnt, da ist der Computeraufwand um 300.000, also um Faktor 300.000 gestiegen. Das spricht jetzt natürlich dafür, dass uns das irgendwann komplett energietechnisch um die Ohren fliegt. Aber wo einerseits ist Moore's Law nach wie vor intakt, zweitens geht man jetzt daran, spezifische Architekturen für künstliche Intelligenz zu machen, also eigentlich für Matrizenmultiplikationen. Und der beste Vergleich dafür ist wahrscheinlich 3D-Grafik. Also wenn Sie sich erinnern, das war glaube ich zweite Hälfte von den 90er, wie 3DFX und die ersten Nvidia-Karten kommen sind, die Faktor 10 bis eigentlich Faktor 100 bei 3D-Grafik besser waren. Also ich kann mich erinnern, zu Beginn der 90er hat es noch geheißen, wie soll 3D-Grafik jemals von einem Nicht-Cray oder einer Nicht-Silicon-Graphics-Station durchgeführt werden. Dann sind die 3D-Grafikkarten gekommen und haben halt sofort den Boost gebracht. Und ich habe jetzt bei künstlicher Intelligenz Halbleiter genau dasselbe. Falls Sie das interessiert, warum das dermaßen arg runtergeht, jetzt mit dem Energieverbrauch, was dort dahinter steckt, sind sogenannte Systolic Arrays. Ich weiß nicht, ob das deutsche Wort, systolische Arrays. Wie man sich das Ganze vorstellen kann, ist, also der Energieverbrauch geht dermaßen krass herunter, weil ich nicht mehr wie bisher bei einem Prozessor oder auch bei einem 3D-Grafik-Chip nicht mehr Zwischenergebnisse berechnen, die in ein Register reinschreibt, dann kommt wieder das nächste und die wieder zurücklese und so weiter und so fort, sondern im Prinzip, dass ich das als ein Feed-Forward-Network aufbaue. Also wenn man jetzt an ein neuronales Netz denkt und das Ausmultiplizieren von Gewichte und Inputs und so weiter und dass ihr die Korrelationen findet, ist einfach so, dass ich die einzelnen Schichten wirklich in Hardware abbilde und das bringt teilweise Faktor 10.000. Also wenn man so haben will auf der Energiegewinnung, spielt uns Moore's Law in die Hände. Auf der Consumption-Seite werden die Architekturen gerade massiv besser. Würde heißen, dass man spezielle Hardware entwickeln müsste und würde, damit solche Prozesse energieärmer unterstützt werden? Natürlich, das ist mit Abstand der größte Bereich, wo im Moment gerade investiert wird. Das sind AI-Halbleiter. Da geht auch ein bisschen auf die Frage zurück, wie kann ich das Ganze on-premise und so weiter machen. Gibt es sogar eine Österreicher Firma, die heißen Evolve.tech, ich verwechsel. Also die URL heißt Evolve.tech. Und da geht es darum, dass ich on-premise mit eigenen AI-Halbleiter das Ganze mache. Und das Thema explodiert gerade komplett. Das sagen auch nicht wenige, dass wir wieder in ein Zeitalter kommen mit die DSPs, also digitale Signalprozessoren oder Coprozessoren, weil ich dort spezifische Halbleiterarchitekturen je nach Aufgabenstellung habe, je nach Narrow Intelligence. Und vielleicht noch ergänzend, wir haben ja auch seit neuestem die Universität Wien als Mitglied bei uns im Verein, die Institut für Quantenphysik. Und auch da tut sich natürlich wahnsinnig viel auch in der Forschung. Natürlich ist das jetzt Grundlagenforschung, aber also ich sehe dem an, was ich energietechnisch eher positiv denn negativ. Aber das ist meine Meinung. Das, dann möchte ich auch noch gleich anschließen, weil die heute die Pressemeldung rausgeben haben, die Firma Parity QC. Mit Namen bin ich schlecht, aber Sie finden das sofort auf Broadcasten und Co. Österreicher hat eine Methode entwickelt, wie ich neuronale Netze auf Quantencomputer mappen kann.
das jetzt werden Sie sich wahrscheinlich denken, fliegende Autos und sprechende Hunde. Nein, da steckt mehr dahinter, weil das Problem, was ich bei Quantencomputern immer habe, ist ja die Fehlerkorrektur. Also quasi, ich brauche für n Quantenbits n minus 1 Fehlerkorrektur und das Ganze ist bla und blub, das funktioniert nicht gescheit. Und was er gemacht hat, und das funktioniert mathematisch, er kommt ohne das Entanglement aus, weil er es wirklich schafft, die Netze runter zu, sagen wir mal, strukturieren. Schlechte Erklärung, ich weiß. Aber das Interessante daran ist, dass, wenn Sie jetzt an die Urväter von jetzt im Deep Learning denken, wie zum Beispiel Joshua Bencho, der in Kanada sitzt, die haben ähnliche Gedanken schon einmal gehabt, nur denen das Quantencomputing-Wissen gefällt. Und es ist sehr bezeichnend anzuschauen, wer jetzt in diese Parity QC investiert, weil es ist zum Beispiel der Hermann Hauser, der mit ARM dem Ganzen nicht ganz unvertraut ist und auch mit, wie heißen es, Morphographic-Chip, also auch eigene AI-Halbleiter, und das ist eigentlich schon der übernächste Schritt. Eine Frage, immer noch sowas, dann sollten wir entschlossen. Gut, dann würde ich Folgendes bieten, um sozusagen den Abschluss zu machen. Jetzt würde ich, nachdem ich keinen weiteren Lautsprecher habe, Sie mir bitten zuzuhören. Ihnen wahrscheinlich auch alles klar. Das war jetzt die Übersetzung ins traditionelle Chinesisch. Für alle, die dem nicht so flüssig sind wie auch ich, vielleicht noch einmal ins Englische. Also das Translate und dann übersetzen. Please fill out the online survey. Afterwards we warmly invite you to a refreshment and further discussions with us. Also ein kleines Beispiel, was Sie mit der AI heute machen können. Natürlich nicht so gestützt, wie es die Stadt Wien macht und mit den Vorbereitungen. Also nehmen Sie Ihr Handy mit Ihrem ARM-Prozessor und fühlen Sie jetzt in die Hand und füllen Sie das Survey jetzt aus. Für die, die noch den Hint brauchen, mit dem Aufsteller, den hätten wir, also wer es noch nicht gemacht hat, den Link abtippen, bitte einfach Handzeichen geben. So. Sonst stelle ich es daher einfach als Reminder. Ohne Ihr Feedback können wir das Programm nicht weiter verbessern. Vielen, vielen Dank, liebe Sonja. Ich wusste gar nicht, jetzt weiß ich, warum wir die Knochen immer so wettern, aber du hast eine Variante, wie man das zumindest analysieren kann. Zur Notschlachtung komme ich dann nicht mehr nach St. Marx, weil das gibt es doch immer. Lieber Clemens, lieber Sindre, vielen Dank für eure Einführung. WinBot, wer ihn noch nicht hat, bitte einfach nutzen. Also wenn ich das jetzt als User-Sicht sehen darf, good job, fällt mir gut. Ja, natürlich müssen Sie Google Services verwenden, wie denn auch. Die Stadt Wien kann gar nicht das Kapital aufbringen, das Google in eine AI-Research bringen kann. Übrigens haben wir das jetzt gerade in der EU unterstützt mit dem Urheberrechtsgesetz-Novelle, das man jetzt einen Upload-Filter hat und der einzige Lieferant davon ist übrigens Google. Aber das haben wir jetzt dafür fest verankert. Gut so, auch das ist ein Thema, über das wir meiner Meinung nach weiter diskutieren sollten und vielleicht das eine oder andere tun. Lieber Clemens, vielen Dank für deine Betrachtung aus der wissenschaftlichen Studie, hat das sehr gut gefallen, vielen Dank. Für alle, die es noch nicht gemacht haben, bitte jetzt ausführen, die es schon gemacht haben, dürfen sich zum Refreshment-Server gehen und ein Q3-Protokoll aktivieren oder sie auch zum Trinken nehmen. Vielen Dank fürs Kommen. 25.03. diskutieren wir zu diesem Thema weiter, was heißt das für uns als Gesellschaft. Eure Partizipation ist natürlich Voraussetzung, weil jetzt haben wir uns ein bisschen den technischen Teil angeschaut und das war nur ein Teilaspekt daraus. Wir sind nicht in die Programmierung von neuronalen Netzen gegangen. Wir haben uns nicht über Datenmodelle unterhalten, schon gar nicht über Python, C++ und sonstige Sprachen. Heute sind die Experten da. Die können wir vielleicht nachher fragen, wenn es einen noch interessiert. Aber uns geht es vor allem beim nächsten Mal um die gesellschaftlichen Auswirkungen. 25.03. bitte vormerken, anmelden, damit wir genug Plätze haben. Ab 50 müssen wir dicht machen, mehr Leute dürfen wir hier nicht hereinlassen. Also jetzt Platz sichern und dann dabei sein. Und jetzt würde ich sagen, für alle, die es ausgefüllt haben, Getränke nehmen, die nicht haben, ausfüllen und dabei Getränke nehmen. Dankeschön fürs Kommen.